So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mir vor circa 10 Jahren angefangen, nachdem ich die Idee hatte, das könntest du vielleicht auch, so ein YouTube-Video machen, ne? Habe ich mir angefangen, Tutorials reinzuziehen von allen möglichen Kanälen, die ich gefunden habe, die mal ein Video gemacht haben zum Thema, wie macht man eigentlich YouTube. Inzwischen gibt es auch einen Kanal, der, glaube ich, genau so heißt, mehr oder weniger. Aber damals gab es das noch nicht, da gab es nur so einzelne große Kanäle, bis mittelgroße, bis auch manchmal kleine. Besonders diese Tutorials waren interessant, weil da auch so Fragen des kleinen Mannes, der nicht erwarten durfte, in nächster Zukunft groß zu werden, beantwortet worden sind. Und ich habe mich da durchgeklickt wie ein Wilder, habe da viel gelernt und ja, Tatsache, es hat geholfen. Ja, und ich hatte schon ein paar Mal während meiner Karriere das Bedürfnis, mal so ein Tutorial zurückzugeben und auch mal eins zu machen, was denn meiner Meinung nach für den Erfolg auf YouTube wichtig ist. Die Wahrheit kenne ich nicht. Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen allen Tutorials, die ihr finden könnt. Und dann müsst ihr noch eure eigene Interpretation der Wahrheit finden und dann vielleicht noch ein kleines bisschen Glück haben und einen Haufen harte Arbeit rein investieren. Und dann könnte das durchaus noch klappen. Ich halte es nicht für unmöglich, dass man heute noch mit YouTube erfolgreich sein kann. Vor 10 Jahren war es sicher einfacher. Ja, da war der Markt noch nicht ganz so voll. Und es gab noch ein paar mehr Nischen, in denen noch keiner saß, die inzwischen besetzt sind. Und man muss jetzt länger suchen und eine speziellere Nische finden, in der tatsächlich noch keiner sitzt, um es einfacher zu haben. Andererseits gibt es natürlich auch Mittel und Wege mit Hilfe von außen, sprich über Kooperationen mit anderen großen Leuten erfolgreich zu werden. Aber auch dafür muss man dann was arbeiten und muss da auch was können. Allein nur den Fritz Meinecke zu kennen und mit dem Fritz Meinecke mal im Wald gewesen zu sein, reicht nicht langfristig für einen größeren Erfolg. Das bringt einem sicher ein paar tausend Abonnenten ein. Und das ist auch gut. Und dann werden auch ein paar Sachen ein paar Mal geguckt. Aber ob man sich dann wirklich halten kann und nicht gleich bald wieder untergeht in der YouTube-Bubble, wenn man sich dann herausstellt, dass man, außer dass man mit Fritz Meinecke im Wald gewesen ist, nur so als Beispiel, ne? Sonst nichts zu bieten hat, in Anführungszeichen. Ja? Das klingt hart und das ist es auch. Also machen wir uns gleich mal von Anfang an klar, YouTube ist eine Arbeit, die erfordert, wie jede andere Arbeit auch, Arbeit. Es gibt Ausnahmen, ja, es gibt Assi-YouTuber, die mit Assi-Sein Millionär geworden sind. Die Chance, dass ihr das schafft, würde ich als eher gering einschätzen. Das sind wirklich seltene Ausnahmephänomene, über deren Sinnhaftigkeit man sich durchaus auch streiten kann. Aber ja, ich habe, das seht ihr selber da unten irgendwo, wie viele Abonnenten ich habe, irgendwas über 70.000. Das heißt, ich habe noch keine 100.000. 100.000 ist normalerweise so die magische Grenze, bei der man sagen kann, okay, davon kannst du leben, solange du nicht ein sogenannter Mikroinfluencer bist. Dazu kommen wir dann. Da reichen deutlich kleinere Kanäle, weil du eine bestimmte Nische, in der es aber zahlungskräftiges Publikum gibt, abdeckst und dann eine Riesenreichweite gar nicht brauchst. Aber so Faustregel, Pi mal Daumen, 100.000 Abonnenten für einen Durchschnittskanal, der so ein Mittelspektrum von nicht ganz Mikro und nicht ganz Makro. Makro wäre ein Thema, das alle interessiert, zum Beispiel Fußball. Sind nicht alle, es gibt kein Thema, was alle interessiert, aber wirklich eins mit einer unglaublich breiten Zielgruppe. Kochen, Autos, Männerthemen, Frauenthemen, Nationalthemen zum Beispiel, wie ist es als Amerikaner in Deutschland zu leben und so weiter und so fort oder umgekehrt und sonstige Sachen, die naturgemäß einfach aufgrund ihres Themas eine potenziell riesige Zielgruppe haben. Das sind dann halt Makroinfluencer. Wenn du Briefmarkensammler bist und der Experte für Briefmarken der DDR und jede DDR-Briefmarke, die jemals in der Geschichte der DDR rausgekommen ist, in einem eigenen 2-stündigen Video verewigen möchtest, dann wirst du damit wahrscheinlich ein paar erbitterte Fans gewinnen, die total begeistert sind von dem, was du da tust. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr sind als 100. Ja? Und das wäre dann ein spezieller Mikroinfluencer, der für die 100 Leute, die noch DDR-Briefmarken sammeln,
und für den Händler der DDR-Briefmarken verkauft, dann ein außerordentlich lukrativer Geschäftspartner sein könnte. Also es kann auch auf kleinster Ebene möglich sein, hier irgendwie Geld zu verdienen. So, und ich selber bin mit dem Zeug, was ich so mache, so irgendwo ein Meso-Bereich, also Mittel, einzuordnen. Ich bin nicht ganz ein super, super kleines Special-Interest-Segment. Ich bin bei weitem aber auch kein großes. Also ich würde mich zu zwei Dritteln Mikro, ein Drittel Meso einordnen wollen, und damit muss man dann irgendwie klarkommen. Und worum es mir geht, ist, das geht. Und das kann ich euch so ein paar kleine Dinge mit auf den Weg geben, die da vielleicht hoffentlich eventuell für euch hilfreich sind, wenn ihr sowas in die Richtung auch vorhabt. Wie man der nächste Fritz Meinecke wird, kann ich euch nicht sagen. Na, beim besten Willen nicht. So, grob. Was kann man denn überhaupt kann man denn von so einem Kanal leben, wie ich ihn habe? Wichtige Voraussetzung ist, von den YouTube-Aufrufen allein, nö. Ne? Die bringen so irgendwas zwischen 2 und 10 Euro pro 1000 Klicks, die man so hat. Das heißt, ein Video mit 100.000 Klicks, für das du, sagen wir mal, 5 Euro pro 1000 Klicks gekriegt hast, bringt dir dann 500 Euro. Das ist schön, aber 100.000 Klicks regelmäßig, das musst du erstmal haben. Und wenn du dann, sagen wir mal, 2 Videos pro Woche machst, dann hast du logischerweise 8 Videos im Monat und dann hast du 8 mal 500 Euro, dann bist du bei 4.000 Euro brutto, wohlgemerkt. Auch ein Influencer zahlt im Regelfall Steuern, es sei denn, er hockt auf irgendeiner Insel vor Afrika und mag Milch nicht, zum Beispiel. Gut, jedenfalls, das wäre schön. Das muss man aber erstmal haben. Und wenn man 100.000 Abonnenten hat, heißt das noch lange nicht, dass jedes Video 100.000 Aufrufe hat. 20.000, vielleicht mal 25.000. Das ist schon deutlich realistischer. Möglicherweise auch deutlich drunter, wenn man mal was hat, was mehr so ein Rohrkrepierer ist. Und das ist immer sehr, sehr schwer vorherzusagen. Man sollte sich also grob daran orientieren, wie viel so ein durchschnittliches Video, das eher schlechter läuft, an Aufrufen generiert, und davon ausgehen, dass diese Einnahmen dein durchschnittliches Monatseinkommen sein werden und das vielleicht hier und da mal einen Monat gibt, in dem das eben etwas mehr ist. Weil wie viel man pro 1000 Klicks bekommt, hängt auch davon ab, was für einen Monat wir gerade haben. Vor dem Weihnachtsgeschäft ist es mehr, nach dem Weihnachtsgeschäft ist es weniger. Dazwischen liegt so ungefähr in der Mitte. Und ja, das sind so die wesentlichen Eckpunkte. Also sprich, ein 1-Millionen-Video, wo du 10 Euro pro 1000 Klicks gekriegt hast, da hast du dann für 100.000 Euro entsprechend 1000 Euro gekriegt und für 1 Million 10.000 Euro. Das heißt, jemand, der Millionen Aufrufe generiert, der hat ganz schnell ganz viel Geld. Wer mehrere Millionen Aufrufe generiert und das mit fast jedem Video, der hat ganz schnell ganz viel Geld, allein aus den YouTube-Einnahmen, und der kann seine Videos, wenn er da Werbung drin hat, wie zum Beispiel dieses Video wurde präsentiert von Netto Cola, dann, was nicht der Fall ist, ne, das ist nur ein fiktives Beispiel, dann muss Netto Cola dem verdammt viel Geld zahlen, dass Netto Cola in diesem Video vorkommen darf, und damit hat er nochmal einen Haufen Kohle obendrauf, dann wird er Merchandise haben, hat nochmal einen Haufen Kohle obendrauf, dann kriegt er tatsächlich Spenden, wenn er mal live streamt, warum auch immer, ich habe das nie verstanden, aber das ist so, und da kriegt er nochmal einen Haufen Kohle obendrauf, und. Ja? Das heißt, wer 1 Million Abonnenten hat, hat ausgesorgt. Das ist jemand, der wirklich, wirklich gut verdient, und nach ein paar Jahren YouTube könnte er sich theoretisch, wenn er sein Geld einigermaßen brauchbar angelegt hat und danach nicht weiter sein Leben lang in Saus und Braus leben möchte, sondern ein normales Leben ihm genügt, kann er sich nach ein paar Jahren YouTube zur Ruhe setzen. So, also nur, dass wir jetzt mal so grob die finanziellen Spielräume geklärt haben. Mit 70.000 Abonnenten und so innerhalb von 2 Wochen bei den meisten Videos hoffentlich eine 5-stellige Aufrufzahl. Manchmal klappt das auch nicht ganz. Das sind so ungefähr meine Werte aktuell zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht. Da kann ich jetzt nicht behaupten, dass das allein zum Leben reicht. Ihr könnt es euch selber ausrechnen. Ich darf auch gar nicht meine offiziellen Kanaleinnahmen verraten. Das verbietet das YouTube-Partnerprogramm, dass man nicht die genauen, exakten Zahlen nennt. Grobe Spielräume darf man sagen, wie ich es gerade getan habe. So, ich habe keine und hatte nie Werbepartner. Das liegt nicht daran, dass mich keine angeschrieben hätten. Das tun sie sehr regelmäßig, sehr penetrant und nervig. Auch große. Auch Y-Food zum Beispiel oder Holzkern sieht man auch immer mal wieder.
Holzarmbanduhren, die haben mich sogar schon mehrfach angeschrieben, diverse Hersteller von allen möglichen anderen Krempel, aber das waren jetzt einfach nur mal zwei große Beispiele. Nein, ich habe kein Interesse, schlicht und ergreifend, weil es für mich und mein Image meiner Meinung nach besser ist, wenn ich keine großen Werbedeals eingehe. Damit bleibt mir diese Einnahme verwehrt. Dann habe ich eine Patreon-Seite, das empfiehlt sich für Mikro- und Makro-Influencer unbedingt. Noch irgendeine zusätzliche Form von Zusatz-Content gegen einen kleinen Obolus anzubieten. Oder Merchandise gegen einen kleinen Obolus, persönliche Gespräche gegen einen kleinen Obolus, was immer ihr auf Patreon vermarkten wollt. In meinem Fall sind es extra Videos und extra Podcasts. Das gibt's dann halt eben für ein bisschen extra Kohle sozusagen. Also wirklich direkt Geld. Dafür gibt's da dann wiederum keine Werbung. Und es ist extra Zeug. Es ist teilweise auch erweitertes, hochwertigeres, komplexeres Zeug als das, was ich auch für die breite Masse sozusagen produziere, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Leute, die sich wirklich die Mühe machen, mir ein paar Euros dazu zuzustecken, dass sie mein Zeug gucken, dass die dann auch Interesse an detaillierterem und noch tiefer in die Materie gehenden Material haben. Bisher klappt das so ganz gut. So, nur damit wir das auch noch mal geklärt haben. So, und dann kann man davon immer noch nicht leben, beziehungsweise doch, davon könnte man jetzt leben, wenn man sehr, 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 sehr bescheiden ist. Und daher ist in meinem Fall, und das ist jetzt nichts, was man einfach so nachmachen kann, noch eine zusätzliche Einnahmequelle dazugekommen, dass ich nämlich eben Waldführungen anbiete. Und spätestens seit ich das tue, bin ich auch freiberuflicher Waldmensch. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, eine Berufsbezeichnung für mich selber zu finden. Ich bin so, teilweise bin ich bestimmt Influencer, teilweise bin ich Forstwissenschaftler, teilweise bin ich Waldpädagoge und teilweise bin ich Wanderführer und das alles so mit einem gewissen wissenschaftlichen Hintergrund. Daher, wenn jemand mich mal spontan fragt, was machst du denn beruflich und ich habe gerade keine Lust, einen langen Vortrag zu halten, dann sage ich Forstwissenschaftler. Ja, weil das der Background ist, der bei mir alles zusammenhält. Und ohne den nichts von dem, was ich so tue, so möglich wäre, wie ich das tue. Ja? Aber Haupteinnahmequelle bei mir sind tatsächlich, oder was heißt Haupt? Sind tatsächlich meine Waldführungen, die ich dann allerdings wieder über meine Social Media Präsenz, YouTube, promote. Und ohne meinen YouTube-Kanal hätte kein Mensch eine Ahnung, dass ich eine Waldführung anbiete. Daher die Kombination aus allem ermöglicht mir dann ein normales Einkommen. Und normal meint Bundesdeutsch so ungefähr im Bereich normal. Ich brauche nicht so tun, als wäre ich super reich. Bin ich nicht. Werde ich vermutlich auch nie. Ist aber auch nicht so, dass ich furchtbar am Hungertuch nage. Uns geht's gut. Alles in Ordnung. So. Ja? Also, das zum generellen finanziellen. Zusätzliche Einnahmemöglichkeiten sind, nur der Vollständigkeit halber, wenn man Influencer werden möchte, neben Werbepartnern, sprich du hältst eine Flasche von irgendwas ins Bild und kriegst dafür Geld, dass dir einfach Dinge bereitgestellt werden, für die du kein Geld bekommst, die du aber in deinen Videos benutzen kannst. Das heißt, du kriegst deine Kamera gesponsert, du kriegst einen Computer gesponsert, bestenfalls, nur ganz selten kommt das mal vor, aber theoretisch, du machst was zu Motorrädern und kriegst dein Motorrad gesponsert oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das ist auch eine Form von Einkommen, wenn auch jetzt nicht direkt Geld wert und man kann sich im ersten Moment keine Brötchen verkaufen, auch wenn man das Zeug dann später irgendwann wieder verkaufen kann, was man geschenkt bekommen hat. So, dann gibt es neben eben den regulären YouTube-Einnahmen, die nennen sich AdSense-Einnahmen. Das ist einfach Klick pro Video, in dem Werbung gelaufen ist. Aber dafür muss übrigens auch Werbung auf deinem Kanal laufen, in irgendeiner Form. Je mehr, desto mehr kriegst du, desto mehr nervst du deine Zuschauer, finde einen guten Mittelweg. Viel zu viel ist auch nicht wirklich sinnvoll. Ja, dann gäbe es noch eben die Möglichkeit, dass man die Trinkgelder gibt. Es gibt Kanalmitgliedschaften, da kriegt man Zusatzinhalte dafür, dass man dir einen gewissen Obolus über YouTube direkt zukommen lässt. Du kannst live streamen und Super Thanks hieß das damals, hat inzwischen wieder einen anderen Namen, aber spenden, direkt Geld spenden, während du streamst bekommen und musst dich dann brav bedanken, hast du garantiert auch schon mal irgendwo gesehen. Bei anderen Leuten, die streamen, das funktioniert mehr oder weniger in jeder Streaming-Plattform ungefähr so, dass entweder wird Zeug gekauft vorher und dann gibt man es dem Influencer und der kriegt dafür wieder Geld oder er kriegt direkt Geld, ist egal. In jedem Fall, übrigens die Streaming-Plattformen behalten da durchaus noch relativ horrende Summen bei ein. Also du kriegst nicht, wenn da ja eine 8 Euro spendest, kriegst du nicht 8 Euro, sondern erst 6 oder sowas um den Dreh. Dann
Ah ja, genau. Affiliate Links, sprich, du packst irgendwo einen Link zu einem Produkt hin. Das Produkt kann, dann kann jemand das Produkt über diesen Link kaufen und wenn er das tut, dann kriegst du einen kleinen Obolus, je nachdem, wie viel das Produkt gekostet hat und je nachdem, was der Deal so ist. Zum Beispiel 0,75% von dem, was da gekauft wurde, vom Kaufbetrag, landen bei dir. Das ist jetzt so ein gängiger Betrag. Ich meine, das macht Amazon so. Ja, das wäre also auch noch eine Möglichkeit. Ja, und das sind dann, glaube ich, die gängigen Finanzierungsmöglichkeiten über YouTube gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie man mit Instagram Geld verdient, was TikTok da so macht und so weiter und so fort. Müsst ihr jemanden fragen, der da aktiv ist. So, ne? Also, das klingt vielleicht eventuell verlockend. Vielleicht denkt man, man kann damit Spaß haben. Das kann man auch und das ist auch eine sehr lohnenswerte und belohnende Arbeit. Kann sie sein? Ist sie nicht immer? Ist manchmal auch ein bisschen störend? Und die Sache mit den Kommentaren. Grundsätzlich ist niemand erfolgreich, der die Kommentare deaktiviert. Das ist also keine Option. Sie zu moderieren ist hilfreich. Nicht zwingend erforderlich. Je nachdem, wie dicke Eier man dann jeweils hat, muss man wirklich sagen, und wie sehr einem Kritik völlig egal ist. Muss jeder seine eigene Entscheidung diesbezüglich treffen. Aber deaktivieren ist keine Hilfe und was da drin steht, kann, je nachdem, was man für einen Kanal hat, je nachdem, in welcher Gegend man sich bewegt, durchaus manchmal auch eben ein bisschen belastend sein. Für Frauen kann es durchaus ein Thema sein, dass da auch sexuelle Belästigung stattfindet oder sowas in die Richtung. Hat alles leider schon häufiger stattgefunden und wird wohl weiterhin auch stattfinden. Ja, das sollte einem eben auch nochmal bewusst sein. Außerdem der Druck, ständig neue Videos machen zu müssen, ist mitunter ein bisschen schwierig. Man organisiert sich selbst, arbeitet selbst und gegebenenfalls ständig, je nachdem. Beziehungsweise, wenn man nicht arbeitet, hat man das Gefühl, dass man arbeiten könnte und das dementsprechend auch sollte. Und auch das ist was nicht jedermann liegt und was zu nicht selten psychischen Problemen führt. Kann. Das sind einige große Kollegen, die sich dann leisten können, auch in Therapie. Einige haben nach 10, 12, 15 Jahren YouTube auch damit wieder aufgehört, wegen es ist sehr energieraubend und sehr kaputtmachend. Manchmal kann es sein, muss es nicht. Ja, also ich persönlich habe Momente, wo ich mal ein bisschen kürzer treten muss, bin im Großen und Ganzen aber sehr, sehr glücklich und zufrieden. Es macht mir großen Spaß. Ja. Aber ja, ich kann es nachvollziehen, das muss man so schon sagen. Ich mache das jetzt auch 10 Jahre. Ich verstehe die Kollegen, die wirklich massive psychische Probleme davongetragen haben. Und vor allen Dingen sind die in anderen Bereichen unterwegs als ich und die sind viel größer als ich. Und da multipliziert sich alles, nicht nur das Einkommen, auch andere Dinge, auch die negativen. So, ja, aber jetzt habe ich genügend um den heißen Brei herumgelabert und so allgemeine Feststellungen, allgemeine Einordnungen gemacht. Also ihr wisst grob, mit wem habt ihr es zu tun, wo bin ich so in etwa einzuordnen im YouTube-Kosmos. Und jetzt kommen wir zu den Dingen und auch über das Geld haben wir geredet, die wir beachten müssen, falls ihr jetzt vorhaben solltet, einen neuen YouTube-Kanal zu starten. Ein wichtiger Punkt vorweg, den ich hier gar nicht auf der Liste habe, beziehungsweise nur als kleines Ding für später. Es ist nicht damit getan, und da rede ich jetzt aus persönlichem, ein Stück weit aus persönlichem Interesse, wenn man sich einen etwas größeren YouTuber sucht, etwas größer heißt 50.000 Abonnenten und größer, sowas um den Dreh, und den bittet, mit einem auf Tour zu gehen oder mit dem auf Tour geht und da mitläuft und hofft, auf diesem Wege entdeckt zu werden. Das kann funktionieren. Die Grundlage, und das ist auch in Ordnung, ne, da ist nichts dran auszusetzen, aber die Grundlage, damit das funktionieren kann, besteht darin, dass dann euer eigener Content für sich steht und selbst große Qualität bringt, ohne dass ihr mit jemand anders die ganze Zeit rumlaufen müsst und ihr jemand anders filmen müsst, wie der dann das macht, wovon er zwar leben kann, ihr aber nicht, indem ihr einfach nur das abfilmt, was jemand anders macht. Ja, das kommt vor und das begegnet vor allen Dingen mir immer mal wieder, dass Leute scheinbar denken, dass das funktioniert. Bisher hat es nicht funktioniert, jedenfalls nicht mit meiner Hilfe. Ich empfehle schon mal gerne einen kleineren Kanal, wenn ich der Meinung bin, dass der großes Potenzial hat. Es tut mir auch wahnsinnig leid, wenn ich einen kleinen Kanal nicht empfehle, weil das dann jetzt im Umkehrschluss den Vermutungen zulässt, dass ich dann nicht der Meinung bin, dass dieser Kanal riesengroßes Potenzial hat.
Und ich versuche jetzt im Rahmen dieses Videos so ein bisschen zu erklären, was zum Beispiel bei kleinen Kanälen dann mal fehlen kann, weshalb ich eben der Meinung bin, dass die kein riesengroßes Potenzial haben, alleinstehend viele Aufrufe zu generieren oder gar so viele, dass man dann irgendwann eben diesen Level, den wir letztendlich dann doch anstreben, wenn es jetzt nicht nur ein Hobby sein soll. Ne? Als Hobby könnt ihr machen, was ihr wollt. Sehr gerne, viel Spaß und ich hoffe, es ist bereichernd. Ja, und dann darf man aber auch nicht auf die Idee kommen, dass es dann plötzlich mehr als ein Hobby sein soll, weil sonst könnte einen das vielleicht wirklich ein bisschen belasten. Dass man da ewig lang an einem Hobbykanal rumdoktert und da viel Zeit und Arbeit reinsteckt und es bleibt ein Hobbykanal, da muss man sich einfach klar machen, dass es von Anfang an ein Hobbykanal sein sollte, das auch bleiben sollte und man muss sich wirklich, wirklich Mühe geben, nicht zu viele Ambitionen zu entwickeln. Ja? Ich gestehe, ich habe das zwar am Anfang behauptet, aber ich hatte nie vor, einen Hobbykanal zu machen. Ich hatte schon von Anfang an im Hinterkopf, dass ich das irgendwann mal als Werbemaßnahme für mögliche Waldführungen verwenden kann. Also dieser Plan existiert seit Tag 1, er funktioniert ja inzwischen. Auch wenn ich gesagt habe, dass es ursprünglich nur ein Hobby sein soll. Ja. Seid nicht 100% ehrlich. Seid 95% ehrlich. Das ist gesellschaftlich A anerkannt, hoffe ich zumindest, und B sehr, sehr gesund für euch, für euer Umfeld und so weiter und so fort. Ja, man breitet schon genug seiner eigenen Persönlichkeit im Internet aus. Man muss nicht 100% ehrlich sein. 95%, das sollte man dann schon. Meiner Meinung nach kann man auch weniger, natürlich, ja, selbstverständlich. Aber es ist nicht ratsam, immer und überall 100% nichts als die Wahrheit und die reine Wahrheit und wen man alles nicht leiden kann und so weiter und so fort ins Internet zu posaunen. Nicht immer ratsam. Ne? Für die YouTube-Karriere, oh, ich bin dunkel, jetzt nicht mehr. Für die YouTube-Karriere braucht man ein, wie für jedes andere selbstständige Gewerbe auch, BWL-Grundvorlesung, einen USP, einen Unique Selling Point. Ja, das ist wirklich, wirklich wichtig. So viel BWL, also kein Mensch muss BWL studieren, also meiner Meinung nach. Darf man natürlich selbstverständlich trotzdem. Es kann auch Leute geben, die damit viel Geld verdient haben, keine Frage. Ja, aber so viel BWL sollte man dann doch beherrschen oder Marketing, dass ein Unique Selling Point, irgendetwas, was nur du anbieten kannst, die Grundvoraussetzung ist mit einem eigenen Unternehmen und ein Influencer ist in gewisser Weise auch ein Unternehmen, auf dem Markt irgendwie erfolgreich zu sein. Ein Unique Selling Point heißt, verkaufe etwas, das sich dich einzigartig macht. Und im Fall von uns Influencern verkaufen wir ja uns im Wesentlichen. Ja, und vielleicht noch eine Tasse mit unserem Gesicht drauf und solche Sachen. Aber im Wesentlichen uns. Und das bedeutet, unbedingt muss dir klar sein, muss dir selber erstmal klar sein und dann musst du dich selbst darauf spezialisieren und präzisieren, was dein Alleinstellungsmerkmal ist, warum man deinen Kanal zusätzlich zu den 834 Milliarden anderen Kanälen da draußen auch gucken sollte oder sogar mehr gucken sollte als die 834 Milliarden anderen Kanäle da draußen. So, das ist also ganz, ganz entscheidend. Hast du keine Ahnung, was dein Unique Selling Point sein soll? Vergiss es. Versuch gar nicht erst mit YouTube anzufangen. Denk gar nicht drüber nach. Das Erste, was du machen musst, ist drüber nachdenken, was zum Geier kann ich denn bitteschön verkaufen? Was kann ich wahlweise völlig Neues machen? Ja, irgendwas, was es noch nicht gibt. Das ist immer ein hervorragender Unique Selling Point. Du bist der Erste, der irgendwas total Tolles Neues macht. Und das Neue muss auch einen gewissen Wert haben. Wenn du der Erste bist, der Knetfigürchen aus Hundekacke bastelt, dann verleiht dir das vielleicht sogar so eine Skurrilität, dass du damit sogar noch erfolgreich bist. Wir reden hier über das Internet. Ja, aber darauf bauen würde ich nicht. Wenn du hingegen der Erste warst, der Minecraft-Let's Plays gemacht hat, dann bist du jetzt der Gronkh und herzlichen Glückwunsch. Vielleicht war der Gronkh nicht der Erste, aber zumindest ziemlich weit vorne dabei. Herzliche Grüße an den Gronkh an dieser Stelle. ja, so, das ist also Punkt Nummer 1 für einen möglichen Unique Selling Point. Das Dumme ist nur, da sind schon ganz viele weg, ja, weil jetzt mit Minecraft anfangen, ich habe da so ein neues Spiel entdeckt, das nennt sich Minecraft, das ist total toll. Ich zeige euch das mal, da hast du 12 Aufrufe, ja, nach einem Jahr.
Das kann ich dir aber garantieren, wenn da nicht irgendwas super fancy-mäßiges dabei ist. Und der Minecraft-Markt, der ist wirklich ausgelutscht. Meine Frau guckt gerne Minecraft, weil meine Frau gerne Minecraft spielt. Das darf ich, glaube ich, an der Stelle verraten. Das ist ja keine Schande. Das ist ein unglaublich kreatives Spielchen, wer das nicht kennt. Man hat da, das ist im Grunde ein riesiger Baukasten mit diversen Klötzchen. Viele Klötzchen, die man unterschiedlich zusammensetzen kann, wie man sich das nur vorstellen kann. Und da kann man Computer im Computer sozusagen, also im Spiel im Computer bauen und unendliche Vielfalt, unendliche Kreativität, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und im Multiplayer kann man das dann auch mit anderen Leuten teilen und da zusammen Abenteuer und sonst was erleben. Die Grafik ist jetzt nicht die tollste, aber da bleibt viel der Fantasie überlassen und das ist nach wie vor ein Dauerbrenner auf YouTube und damit lassen sich ja immer noch Millionen von Klicks, insbesondere im internationalen Bereich, erzielen. Und im Rahmen dessen, ich will jetzt gar keine großen Kanäle nennen, aber zum Beispiel hat ein Architekt mal beschlossen, dass er doch durch die Tatsache, dass er Architekt ist, vielleicht mal ein bisschen was Neues beitragen kann zur Minecraft-Welt. Und das ist zum Beispiel jetzt der letzte wirklich groß gewordene und inzwischen davon lebende Minecraft-Spieler, den ich jetzt kenne, der sich jetzt mit YouTube selbstständig gemacht hat, weil er halt Architekt ist. Und damit eben, das ist sein Unique Selling Point. Ein Architekt in einer Welt, in der man unendlich riesige Gebäude und so weiter und so fort zusammenbauen kann, die zwar nicht den Grundsätzen der Statik so ganz gehorchen, aber trotzdem kann man da als Architekt offensichtlich Dinge beitragen und das funktioniert. Ja, nur um da mal ein Beispiel zu nennen. Also das wäre jetzt eine Verbesserung eines bestehenden Themas. Besser als andere machen oder so anders als andere machen, dass deine Art und Weise, etwas, das schon existiert, Minecraft Let's Play, so anders zu machen, dass es einen eigenen Mehrwert darstellt. Ja? Wenn ich noch eine andere tolle Idee hätte, außer meine Idee, die ich damals hatte, würde ich sie ja gerne verraten. Aber erstens macht das dann gleich jeder, der dieses Video gesehen hat. Und zweitens habe ich keine andere tolle Idee. Da muss man sich wirklich selber was einfallen lassen und irgendeinen Geistesblitz haben, was das Internet noch brauchen kann. Ja? Es wäre theoretisch auch möglich und kam immer mal wieder vor, dass man im Grunde das tupfgenau gleiche wie andere machen kann, solange man es viel sympathischer als andere macht oder, und auch das ist in Einzelfällen erfolgreich gewesen, es viel dümmer oder negativer oder, ich nenne es mal, asozialer als andere macht. Dass man einfach der eine Pöbler im entsprechenden Gebiet ist, der so rumpöbelt, dass das dann schon wieder unterhaltsam ist. Das ist aber gefährlich. Viele Rumpöbelkanäle sind im Laufe der Zeit irgendwann der Meinung gewesen, mehr ist besser, haben dann ein bisschen zu viel rumgepöbelt und dann gab es Anzeigen und jetzt sind sie halt leider nicht mehr da. Also das ist auch schon vorgekommen. Es kann eben auch übers Negative funktionieren. Der Kosmos der Assi-YouTuber, sowas wie ApoRed oder sowas, nur damit ich mal irgendeinen genannt habe, die können im Grunde ja nichts, sind nicht gerade gebildet und ja, es ist schwierig zu sagen, warum die überhaupt Erfolg haben, aber vielleicht deswegen, weil sie Identifikation dafür, Figur dafür sind, dass man ohne was zu können trotzdem sehr, sehr reich werden kann. Und das ist natürlich ein Wunsch, den vor allen Dingen junge Menschen durchaus vielleicht eventuell auch haben, wenn sie nämlich eben auch nichts können. Oder noch nichts können. Es ist ja nicht so, dass es jemals zu spät wäre, noch was zu lernen, mit dem man dann was anfangen kann. Aber ja, solche Spezialfälle, darauf würde ich mich nicht konzentrieren. Sowas werden zu wollen, das wird im Regelfall nicht funktionieren. Der Markt ist, was das angeht, auch ganz gut gesättigt. Man kann auch relativ unabhängig von dem, was man tut, einen Unique Selling Point erwirken bzw. darstellen, indem man ein unglaublich spezieller Charakterkopf ist. Das heißt jetzt nicht, man soll besonders seltsam aussehen oder sich einen Wasserhahn auf die Stirn getackert haben, sondern das heißt, dass man einfach vom Wesen her ein so besonders spezieller Mensch, positiv wie negativ, das ist beides, lässt sich beides verkaufen. Das kann sowas sein wie, ja, nochmal den Gronkh rausholen. Der Gronkh ist schon ein sehr spezieller Mensch, im Sinne von sympathisch. Zumindest finden das ein paar Millionen Leute und davon kann man dann leben. Ja? Und das
ist ein Punkt. Ja. Häufig ist es so, dass diese sehr, sehr speziellen Leute vom Charakter her auch durchaus ambivalent sind. Also nicht nur super nett und super freundlich, sondern auch mal ein Arsch sein können. Ja, das gibt es auch in der Outdoor-Szene hin und wieder mal, soll man gehört haben, dass das vorkommt. Ja, und damit kann man sehr, 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 sehr erfolgreich sein. Ja, gut. Also, das einfach noch, dass wir das auch nochmal hervorgehoben haben. Also, ungefähr dürfte jetzt klar sein, was zum Geier soll ein USP sein, was ist ein Unique Selling Point, überlegt euch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ihr braucht, könnt ausschalten, wenn ihr nicht irgendeine Idee habt, was ihr anderes machen könnt. Es reicht nicht, jetzt speziell im Outdoor-Bereich, der 800, 400, 53.000ste zu sein, der die Hängematte zwischen zwei Bäume hängt und sich da hinhängt und dann da übernachtet. Es reicht auch nicht, ein besonders gemütlicher Mensch zu sein, der eine Hängematte zwischen zwei Bäume hängt und da dann übernachtet. Die Outdoor-YouTube-Szene ist voll von Kleinstkanälen unter 10.000 Abonnenten oder gerade so ein bisschen drüber, die eben über dieses Level mehr oder weniger nie hinauskommen. Was in Ordnung ist, solange das ein Hobby ist. Das ist klasse, ja, gar nichts dran auszusetzen und das dürft ihr gerne weitermachen. Ich habe großen Respekt vor euch allen, also falls jetzt da irgendjemand von euch da zuguckt und sich angesprochen fühlt. Will man aber wirklich auf den Level kommen, wo man damit Geld verdienen kann, dann fehlt bei solchen Kanälen eben oft genau das, das Alleinstellungsmerkmal, das sie von anderen Hängematte zwischen zwei Bäumehängern unterscheidet. Ja? Da, wenn man einfach irgendeinen, also jetzt zum Beispiel im Wald, man hat irgendeinen x-beliebigen Beruf und als Hobby geht man gerne im Wald schlafen. Dann kannst du zeigen, wie man im Wald schläft und das machst du als Hobby und das ist alles gut. Ja, aber du hast keinen Mehrwert zu jedem anderen, der auch irgendeinen x-beliebigen Beruf hat, in den Wald geht und dort zu schlafen. Du kannst einen Mehrwert entwickeln, weil du das schon seit 50 Jahren machst. Dann hast du da sicher mehr Erfahrung als jeder andere. Dummerweise ist im Wald schlafen ein Thema, zu dem weiß man irgendwann alles. Und das ist ein endliches Thema. Man braucht nicht den magischen Glitzerknoten, um seine Hängematte perfekt aufbauen zu können, den man erst nach 40 Jahren Erfahrung erlernt und den man dann mit seinen Followern teilen kann. Sondern das ist eine Angelegenheit, die man mit 2 Jahren intensiver Beschäftigung mit dem Thema hast du alles gelernt, was es zum Wald im Wald schlafen gibt. Das ist nicht eine unendlich komplexe Angelegenheit. Und damit ist der Markt da einfach voll. Und dir wird wahrscheinlich kein neuer, noch nie dagewesener Tipp zum perfekten im Wald schlafen einfallen, den es nicht schon auf YouTube gibt. Und ja, das meine ich. Hier fehlt der Unique Selling Point. Einfach im Wald schlafen reicht nicht. Der Meinecke hatte da, Fritz Meinecke hatte da eben mit seinem Seven vs. Wild, mit einer Survival Show mit entsprechend großem Produktionsaufwand und eben gerade Anfängern nebenbei ein paar Fortgeschrittenere und neuerdings jetzt auch tatsächlich ein Profi, mindestens einen, die er da in den Wald schickt, um da dann längere Zeit zu übernachten, die dann auch noch, noch nichts zu essen haben und so weiter und so fort. Damit hat er natürlich einen Punkt. Also Seven vs. Wild, das wissen wir hoffentlich alle, ging durch die Decke und geht weiterhin durch die Decke. Und es ist nicht abzusehen, dass es bald nicht mehr durch die Decke gehen wird, weil das halt schon, das hat bis dato in Deutschland so noch keiner gemacht. Also dieser Punkt, du musst was Neues machen, was es noch nicht gab, was durchaus funktioniert, indem du das größer, schneller weitermachst. Das funktioniert erstmal. Das Problem ist nur, wo ist da das Ende der Fahnenstange? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das braucht uns als Kleinkanal jetzt erstmal so nicht interessieren. Aber man kann sich trotzdem übrigens im Vorfeld auch schon Gedanken machen. Nochmal, Briefmarken der DDR hatte ich ja schon als Beispiel. Das ist auch ein endliches Thema. Irgendwann hast du alle Briefmarken der DDR gezeigt. Was machst du dann? Machst du dann Briefmarken der BRD? Aber da gibt es aber schon ganz andere große Kanäle, die da schon viel alle gezeigt haben. Du kannst gar nichts mehr beitragen. Du bist ja bisher der Einzige gewesen, der Briefmarken der DDR macht. BRD ist schon alles durch. Schwierig. Endliches Thema. Also darauf sollte man für eine YouTube-Karriere auch achten, dass das Thema zumindest nicht allzu endlich ist, was man da behandelt. Man bemerkt das auch wunderbar. Ich finde das eine ganz schöne Branche, wo man das schön sehen kann, diese Endlichkeit einzelner Themen. Leben in anderem Land. Ja? Irgendwas.
Da kriegst du dann die 10 größten Unterschiede zwischen Japan und Deutschland. Die 10 größten Dinge, die man in Japan nicht machen sollte als Deutscher. Die und so weiter und so weiter. Ja, da gibt es eine ganz lange Liste, die du für jeden Deutschen in jedem Land, wo ein Deutscher so leben kann, als Influencer kannst du da einen Haufen Zeug abspecken. Ja? Essregeln, Benimmregeln bei Besuchen, was macht man, wenn man ein Geschenk bekommt, wie sieht es aus auf der Toilette, was ist das Liebeslebensverhalten der jeweiligen Leute im Land so und so und. Ja? Aber wenn du dann irgendwann die Entwicklung des Bruttosozialprodukts im 17. Jahrhundert Japans verglichen mit der in Bayern abhandelst, dann interessiert das halt wirklich nur noch 20 Leute. Und daher, das ist endlich, ja, also breite an der Oberfläche schwimmende gesellschaftliche Phänomene kann man über ein paar Jahre sicherlich zu jedem anderen Land in einer halbwegs attraktiven Form präsentieren und damit sehr, 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 sehr gute Aufrufe generieren. Das ist so, das kann man, das gibt es reichlich zu sehen auf YouTube. Nur, man merkt wirklich irgendwann, wie solchen Kanälen dann, jeder hat meine 10 größten Unterschiede oder die 10 besten Gründe, in die USA auszuwandern oder nach Deutschland oder nach Frankreich oder nach Kisuahelistan oder, das gibt's nicht, ja, Entschuldigung, weil das jetzt irgendjemanden verletzt hat. Wie auch immer, ja, das ist endlich. Darauf möchte ich hinaus. Das sollte man sich vorher auch mal ein bisschen überlegen. Das ist jetzt natürlich kein Grund, nicht nach Kisuahelistan auszuwandern und da dann Leben in Kisuahelistan zu bloggen. So, ja, gut. Ich hoffe, das war jetzt soweit erschöpfend genug. Ich muss auf die Uhr gucken, habe heute nicht ewig Zeit. Also, zweiter Punkt, zweiter ganz, ganz großer Punkt. Neben, du brauchst einen Unique Selling Point, du musst deine Nische finden. Den Ort, wo du dich im YouTube-Kosmos einordnen möchtest. Und da hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass ich mich eher so als Mikro- bis Meso-Influencer einordnen würde. Und da müssen wir erstmal klären, was ist denn ein Makro-Influencer? Jemand, dessen Nische bei Themen besteht, die eine große Anzahl von Personen interessiert. Gaming auf YouTube, der mit Abstand lukrativste Bereich, wo du am meisten Zuschauer generieren kannst, neben Filmen, Serien, so ein Zeug. Irgendwas, wo fast jeder irgendeinen Kontakt dazu hat. Oder Atmen. Nein, es gibt keine YouTube-Szene, wo es um Atmen geht. Aber ja, Esoterik. Esoterik ist zurzeit der heiße Scheiß in Social Media, was mir als Wissenschaftler sehr, 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 sehr sauer aufstößt. Aber egal. Ja, das ist eine Möglichkeit. Oder Beauty und Lifestyle. Lifestyle ist auch nochmal sowas, wo was sensationell ist. Du irgendein krasses Leben führst und andere können dir dabei zugucken und werden dann depressiv, weil sie dieses Leben nicht auch haben können und wollen mehr vom Leben, kriegen sie aber nicht, weil sie nicht auch Lifestyle-Blogger sind, der auch nur in dem Moment, wo die Kamera läuft, gerade so ein tolles Lifestyle hat und die andere Zeit hockt da auch depressiv in der Gegend rum oder kriegt einen Burnout oder sonst was oder stellt fest, dass nachdem man ein halbes Leben lang um die Welt gereist ist, kein Land ihn jemals wieder haben möchte oder sowas in die Richtung. Aber gut, ja, also Makrothemen, Filme, Gaming, Lifestyle, YouTube, Schminke, sich mit Parfüm einschmieren und dazu komische Schreie loslassen, heißes Messer durch Butter drücken, sowas. Ja? Falls dir da tatsächlich was einfallen sollte, der du jetzt hier auf mein Video gekommen bist, was ich bezweifle, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ansonsten würde ich mich davon eher fernhalten, weil je mainstreamiger der Markt ist, desto härter umkämpft ist er, desto mehr große Fische schwimmen da schon im Glas. Und wenn du da als kleines Fischlein jetzt reinspringst, dann werden die anderen Fische wahrscheinlich nicht mal groß zur Kenntnis nehmen, dass es dich jemals gegeben hat, bis dir irgendwann die Zeit fehlt, um deinen Hobbykanal weiter zu betreiben, weil das wird es voraussichtlich werden. Geh vermutlich nicht davon aus, sei denn, du hast eine großartige Idee, von der ich mir gar nicht vorstellen kann, so gut ist die. Geh dann nicht davon aus, dass du da mitspielen möchtest. Makro-Influencer leben dann wirklich davon, dass sie einfach Aufrufe im Millionen, 10 Millionen im Milliardenbereich, also zumindest übers Jahr verteilt, generieren können und unglaubliche Reichweiten im Internet haben. Das sind alles Millionäre bis Milliardäre, die werden reich ohne Ende. Das klingt reizvoll, ist aber nicht realistisch. So, ja? Und
Keiner von denen hat in den letzten paar Jahren mit YouTube angefangen. Es gibt ein ganz paar Ausnahmen wirklich großer Leute im Outdoor-Sektor, die in den letzten Jahren angefangen haben. Ich kenne namentlich oder beziehungsweise möchte mal namentlich nennen zwei, bei denen man sagen muss, ja okay, das hat funktioniert, davon können die jetzt definitiv leben. Das sind zum einen Robert Mark Lehmann. Der ist noch gar nicht so lange dabei auf YouTube, das ist ein Umweltschützer, der Meeresbiologe ist, gelernter, und über den Kosmos Meinecke groß geworden ist. Meinecke, Fritz Meinecke, war schon für viele Leute Startrampe, für mindestens mittelgroße, also von leben könnende Kanäle bis hin zu offensichtlich massiv davon leben könnende Kanäle. Robert Mark Lehmann ist einer der letzteren. Meinecke selber hat ausgesorgt, der kann morgen in Rente gehen und dann immer noch Ferrari fahren, wenn er dann einen Führerschein hätte. Böse. Entschuldigung. Ja, und der andere, was war der andere? Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ah ja, Otto Bulletproof. Da gibt es dann so gewisse Konstellationen, die dazu geführt haben, dass er ebenfalls ein Stück weit über dem Meinecke-Kosmos groß geworden ist. Dann hat ihm Seven vs. Wild nochmal Staffel 2 einen riesigen Boost verschafft. Und dadurch, dass der jetzt seinen So-und-So-Warrior, Ocean Warrior, Arctic Warrior, Badewannen Warrior, Quietscheentchen Warrior und was da doch alles kommen wird, ich weiß es nicht, macht, hat ihm das auch eine enorme Popularität verschafft und ist jetzt sehr, 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 sehr groß, so groß, dass er auch nicht davon ausgehen muss, dass diese Popularität bald abreißt. Momentan rennt er mit dem Staffel 1, wie heißt er, Fabio von Seven vs. Wild Staffel 1, rennt er jetzt in Kanada rum und will da irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilometer in 30 Tagen ohne Proviant zurücklegen und ja, sollen sie machen. Vielleicht ist es sogar einigermaßen unterhaltsam, wenn sie wieder da sind. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das einfach mal zwei, die in den letzten Jahren richtig groß geworden sind. Und das sind im Outdoor-Sektor eigentlich fast die einzigen, die so richtig groß geworden sind. Zum Beispiel die Naturensöhne, die auch ziemlich groß sind, die haben sich peu à peu seit Jahren hochgekämpft, also durchaus mit einer ordentlichen Steigerungsrate, aber wirklich seit vielen, vielen Jahren mit viel, viel Arbeit, viel, viel Mühe, peu à peu immer weiter. Ja, das ist also was anderes als so ein durch Vitamin B, durch eben das Meinecke Medienimperium, muss man es inzwischen fast schon nennen, ein Stück weit gepuffert und nach oben gedrückt zu werden. Da könnt ihr auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass euch das gelingt. Ja. Aber nur jetzt hier so im Outdoor, beziehungsweise ich sage jetzt mal erweiterten Outdoor-Bereich sind das diese zwei, die es in den letzten Jahren da gegeben hat. Ein Meso-Influencer, das wäre jetzt so jemand, der zwar ein Massenthema bedient, aber es sehr, sehr speziell aufbereitet. Im Grunde sowas Ähnliches wie unser Minecraft-Architekt, den ich eben als Beispiel gewählt habe. Das führt zu einer, also folgendes, Massenmarkt, Meinecke oder so, führt zu einer sehr geringen Zuschauerbindung. Den Meinecke gucken so viele, dass ihm jeder einzelne von denen ziemlich egal sein dürfte. Ja? Und es ist ihm scheißegal, ob er 100.000 Zuschauer verliert, wenn er mal wieder irgendeine politisch fragwürdige Äußerung macht. Das darf ihm auch scheißegal sein, weil es wirklich völlig egal ist für ihn. Ja? Da kommt es nicht auf den Einzelnen an. Im Meso-Bereich sieht es anders aus. Da befinden wir uns so in einem Zwischenfeld. Wir werden nicht Millionen von Aufrufen generieren. Wir werden vielleicht mal 100.000, vielleicht mal 200.000, 300.000 bei einzelnen Videos haben. Das wird aber die Ausnahme sein, dass das mal klappt. Und damit ist es wichtig, auch neben einer grundsoliden Aufrufebasis von, ja, sagen wir mal 50.000, 60.000 für ein Video, sowas um den Dreh, eine gewisse Zuschauerbindung zu haben, also nach wie vor Kommentare hin und wieder mal zu beantworten, gegebenenfalls auch im Chat auf Chatnachrichten einzugehen und sich viel Mühe zu geben, wirklich mit dem Zuschauer zu interagieren. Viel Mühe, wenn auch nicht ausschließlich. Und natürlich kommt es nicht auf jeden Einzelnen an und man kann keine E-Mail mehr persönlich beantworten und so weiter und man kann auch nicht jeden Kommentar kommentieren, chancenlos. Aber dass man hier und da mal nochmal einen kommentiert, das macht der Meinecke seit Jahren nicht mehr, was man nachvollziehen kann, wie soll er auch, muss man auch so sehen, aber das ist da noch wichtig. Ja? Das ist also so ein Mittelding. Man hat die Aufrufe, die Geld bringen, die an sich schon eine grundsolide Einkommensbasis darstellen, die ein großes Kanalwachstum und eine große Reichweite ermöglichen, damit auch lukrative Werbepartnerschaften ermöglichen, für wen Werbung in Frage kommt. Wie gesagt, ich hatte da nie Lust drauf.
aber man muss sich schon auch noch ein bisschen um seine Zuschauerchen bemühen und die rennen einem weg. Und man braucht auch diese persönliche Bindung, weil man eben nicht so riesig ist, dass man es sich leisten kann, drauf zu scheißen. Das heißt, der einzelne Zuschauer ist noch wichtig. Du kannst nicht deine Zuschauerschaft vergrämen, indem du irgendwelche bösen Dinge sagst zum Beispiel. Oder solltest du zumindest im Regelfall eher nicht. Also gute Aufrufzahlen, mittlere Zuschauerbindung. Zuschauerbindung ist nicht alles. Aber wichtig. So, und das ist der Unterschied zum Mikroinfluencer. Der lebt nämlich überhaupt nicht von den Aufrufzahlen. Die bringen ihm bestenfalls noch ein Taschengeld oder ein nettes Zusatzeinkommen im Idealfall. Aber davon allein leben könnte er auf keinen Fall. Da ist es dann aber ganz, ganz wichtig, entsprechend eine Zuschauerbindung bzw. eine Userbindung, kann man auch so nennen, wenn man möchte, zu erzielen. Und in der kleinen Nische, in der man jetzt als Mikroinfluencer ist, der DDR-Briefmarkenmensch, ne, da kennt man dafür dann jeden seiner Zuschauer. Ja? Und die interessiert das, was man da macht, als Einziger. Weil das auch deren liebstes Hobby ist, DDR-Briefmarken zu sammeln, interessiert die das so richtig. Ja? Und wenn du der Einzige bist, der dieses Bedürfnis erfüllen kann, dann haben die auch Lust, hin und wieder mal mit dir zum Briefmarkenseminar zu gehen, auch in Real Life, das ist dann auch eine Möglichkeit. Nur der Mikroinfluencer hat die Möglichkeit, in einem nennenswerten Umfang, neben seiner digitalen Präsenz, auch tatsächlich vorhandene Kurse anzubieten. Das kann zum Beispiel auch eine Survival-Schule sein, jetzt mal im Waldbereich, die Survival-Tipps auf YouTube aufbereitet, gleichzeitig aber eben auch wirklich Survival-Kurse anbietet, wo dann die Leute kommen und dann da Survival-Trainings machen. Ziemlich erfolgreich ist damit zum Beispiel aus Österreich der Reini Rossmann, der erstens Survival-Krempel verkauft, zweitens Survival-Kurse anbietet, beziehungsweise das hat er zuerst gemacht, bevor er Krempel verkauft hat, soweit ich weiß. Und nur nebenbei in Anführungszeichen, auch wenn er genügend Aufrufe hätte, um jetzt auch in den Meso-Bereich reinzupassen, vom Kanalgröße und so weiter und so fort. Ja, aber eigentlich durch die weiteren Business-Ideen, die dahinter stehen, auch eigene Produkte produziert und so weiter und so fort, wäre das eigentlich eher typisch für einen Mikro-Influencer, dass man sich eben so viele Zusatzdinge zum Influencer-Dasein noch leistet und dann zumindest beim Finanzamt nur anteilig Influencer ist und hauptberuflich von mir aus Survival-Trainer und Messerproduzent zum Beispiel. Ja? Und das ist so ganz, ganz typisch, wie man denn, wenn man sich jetzt in die Mikrosparte einreiht, und das ist das Realistischste, darum reite ich da jetzt so massiv drauf rum, wenn ihr einen neuen Kanal machen wollt, das könnt ihr schaffen. Mikroinfluencer könntet ihr werden. Das andere Zeug ist sehr, sehr, sehr schwierig und auch so ordentlich hart umkämpftes Terrain, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Es sei denn, ihr kennt den Meinecke. Allerdings ist man als Mikroinfluencer zu mikro, dann macht man ein Hobby. Ja? Normal, das ist auch völlig in Ordnung und kann großen Spaß machen und stresst erheblich weniger und man kann damit auch wieder aufhören, wenn man keinen Bock mehr hat, ohne finanzielle Schwierigkeiten daraus zu haben. Das ist nämlich auch so ein Thema. Verdient man mal ein kleines bisschen Geld, dann muss man schon wirklich Eier haben, um dann zu sagen, ach, bin ich nicht drauf angewiesen, scheiß drauf, lass mal sein. Ja, das fällt schwer, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Also mir würde es außerordentlich schwer fallen, habe ich auch nicht vor, niemals. Aber das dürfte schon ziemlich bös schwierig sein, wenn man dann sowas beschließen muss oder möchte. Bis hierher, ich weiß, es ist ein ewig langer Monolog, willkommen auf meinem Kanal, das ist hier normal. Bis hierher müssen wir behalten. Erstens, ihr habt einen Unique Selling Point, ihr habt eine krasse Idee. Ich kann noch mal kurz zusammenfassen. Bei mir ist es der forstwissenschaftliche Background zu normalen Waldtätigkeiten. Normale Waldtätigkeiten, die jeder kann und jeder macht. Ich kann dazu aber eben durch meine forstwissenschaftliche Ausbildung eben noch ein paar nette Details ergänzen, an denen man vielleicht Interesse hat, wenn man wirklich sehr viel Freude an dem Waldsein gefunden hat, wenn man dann auch wissen möchte, wie der Wald funktioniert, mit was für ein Ökosystem man sich hier eigentlich bewegt und wie im Detail bestimmte Outdoor-Techniken funktionieren oder man Spaß dran hat, sich stundenlang mit der Suche nach dem perfekten Kocher für die nächste größere Outdoor-Tour auseinanderzusetzen. Details, ja, Details. Wissen, das so sehr in die Tiefe geht, dass es viele noch nicht wissen,
und zweitens, dass man nur bei mir bekommt. Ja? Also meine Art und Weise, Dinge zu erklären, ist erstens hoffentlich ganz anschaulich, jedenfalls anschaulich genug, dass ich davon leben kann. Also ganz schlecht kann es nicht sein. Ja, Erfolg gibt recht. Zweitens, bin der Einzige. Ja? Es gibt niemanden anderen, der einen klassischen Influencer-Kanal zu Forstwissenschaften betreibt, so wie ich das tue. Es gibt noch ein paar Konkurrenten, die entweder noch sehr, sehr klein sind, vielleicht werden die mal größer als ich, aber bisher ist das nicht der Fall. Bisher sind die noch sehr, 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 sehr klein. Oder es gibt Personenmehrheiten, die sowas in die Richtung machen, oder gar Institutionen, die sowas in die Richtung machen, die teilweise mehr Aufrufe haben als ich, die andere Möglichkeit haben. Ein Beispiel sind die Bayerischen Staatsforsten, die machen auch Waldthemen und sind größer als ich, zumindest von vielen Aufrufen her, weil die spektakulär den Harvester zum Einsatz bringen können. Die haben nämlich einen, ich nicht. Und solche Dinge. Ja. Aber ich bin für meine Nische, für das, was ich mache, tatsächlich eben ein Beispiel für Unique Selling Point. Ich bin der Einzige. Es gibt keinen anderen gelernten Forstwissenschaftler, der gleichzeitig eben noch Outdoor-Touren und so ein Zeugs macht, der in diesem Kosmos zusammen das zusammenbringt und das so verkauft, wie ich das tue. Und dann eben mit Details. Detailliert, lange Videos, viele, viele, viele Kleinigkeiten aufgreift und so weiter und so fort. Das ist mein Unique Selling Point. Meinen kenne ich. Ihr müsst euch ja selber einen einfallen lassen. Weil nochmal, der Platz ist belegt, da kommt bisher keiner nach. Vielleicht schafft ihr es dann, aber da müsst ihr erstmal vorstudieren. Das würde ich dann, oder Biologe sein oder irgend sowas anderes in die Richtung. Aber schon mit massiv Hintergrundwissen. Das braucht man dann schon, wenn man sowas machen möchte. Falls ihr zufällig auch ein Wissenschaftler seid, beispielsweise, dann wäre das durchaus ein Thema, wo da auch noch möglicherweise was gehen könnte. Zum Beispiel Dr. Benedikt Sauer hat einen hervorragenden Kanal, wenn es um Ressourceneffizienz und Ressourcennutzung und so ein Zeugs geht, der auch wächst. Und vielleicht mal wirklich irgendwann richtig schön groß wird. Ich würde es ihm sehr, sehr, sehr gönnen. Herzliche Grüße an dieser Stelle, falls das zufällig mitbekommen wird, dass ich hier diesen Beitrag mache. Und auch da ist halt der Unique Selling Point. Der Mann ist Wissenschaftler und hat halt mehr Background zu solchen Themen, wie zum Beispiel, wie effizient ist die Holzheizung und so ein Zeugs, als Otto Normalverbraucher. Aber das ist halt dahingehend schwer zu reproduzieren, weil du brauchst, um ein Doktor in sowas zu sein, wie zum Beispiel der Dr. Benedikt Sauer, dann, ja, da brauchst du schon sehr viel Vorbereitung. Das ist nicht wirklich empfehlenswert, deswegen einen Doktor zu machen, um dann Influencer zu werden. Nicht wirklich, nee. Also, sucht euch einen Unique Selling Point. Ja? Macht was Eigenes, was Einzigartiges. Wenn ihr der Einzige seid, der andere große Outdoor-Influencer interviewt und wir alle Bock haben, beziehungsweise die noch größeren auch, Bock haben, das mit euch zu tun, dann kommt da vielleicht was Zukunftsfähiges bei raus. Aber wenn ihr keine eigenen Ideen habt, außer mit der Hängematte im Wald pennen, was es wirklich schon oft genug gegeben hat. Und was vielleicht lustig ist bei erster Nacht im Wald. Aber erste Nacht im Wald kann man nicht beliebig oft machen, sondern nur einmal. Also es gibt einen Haufen Kanäle, deren beliebtestes Video ist erste Nacht im Wald, weil man hofft, dass da jemand sich erschreckt und wieder nach Hause geht und sowas in die Richtung. So ein bisschen Sensationsfaszination des Scheiterns, so in diese Richtung irgendwie. Ja? Aber das kann man nicht beliebig oft reproduzieren und überhaupt Waldübernachtung. Es gibt ein paar Leute, die gucken immer wieder bei ihren Lieblingskanälen immer wieder irgendwelche Waldübernachtungen, die plus minus, abgesehen davon, dass der Tarpaufbau variiert und die Hängematte mal tiefer, mal höher hängt oder mal am Boden schläft und mal in der Hängematte und so weiter oder mal im Zelt, gibt es da einfach nicht unendlich Variationsmöglichkeiten. Du kannst auch nur 47 Sorten von Feuerle machen und irgendwann hast du die auch alle gesehen und mögliche Outdoor-Gerichte über dem Feuer ist ebenfalls endlich. Also deswegen reite ich da so drauf rum. Ansonsten, ja, wirklich in der Mesos-Schiene muss man sich schon was einfallen lassen, da eine Nische zu finden, die genug hergibt. Ja, und dann bleibt halt eben noch Mikro übrig. Nischen gibt es da reichlich, jede Menge. Die müssen dann auch interessant genug sein. Das ist die große Herausforderung, dass es nicht einfach nur eine Nische ist, sondern eine, die zumindest eben mal ein paar Tausend bis hin zu ein paar Zehntausend Leute in Deutschland zum Beispiel interessieren könnte. So, ne?
Und damit kommen wir jetzt aber wirklich auch zum nächsten Punkt, nämlich die Sache mit der Sprache. Denn ich habe gerade gesagt, ein paar 10.000 Leute in Deutschland interessieren könnte. Das muss ja nicht zwingen. Man kann das Ganze ja auch auf Englisch machen. Auf Englisch hat den Nachteil, erstens muss man können, zweitens geringere Zuschauerbindung. Automatisch geringere Zuschauerbindung, weil niemand aus dem englisch sprechenden Ausland bei dir vorbeischauen wird und auch die Bindung zu einer Person, die nicht die eigene Muttersprache spricht, einfach psychologisch häufig geringer ausfällt. Man ist Ausländer. Man ist vielleicht ein sympathischer Ausländer und man wird vielleicht auch gut verstanden, weil man jetzt besonders gutes oder zumindest gut zu verstehendes Englisch spricht und so weiter und so fort. Oder man ist sowieso Ausländer, wenn eine andere Person eh schon auch nicht als Muttersprache Englisch spricht, dich aber versteht, weil sie als Zweitsprache Englisch spricht, und dann ist die Verbindung noch kommunikativ noch abwägiger, also nochmal über eine Hürde hinweg. Und das führt immer. Das kann ausgeglichen werden durch Masse, weil fast jeder Englisch spricht, der Internet hat oder zumindest ausreichend Englisch spricht, um sich im Internet dann einigermaßen zurechtzufinden. Das ist hilfreich. Masse steigt, ja, aber Qualität der persönlichen Bindung zum Zuschauer, die nimmt ab. Da spricht man am besten seine Muttersprache und beschränkt sich auf die Leute, die das auch tun. Und da haben wir Glück, muss man sagen, weil der deutschsprachige Raum ist immerhin nicht ganz, ganz klein. Natürlich noch besser, wenn du Englisch-Muttersprachler bist, hast du da große Vorteile. Kein durch die Decke gehend erfolgreicher englischsprachiger Kanal, ganz, ganz wenig. Ich glaube, außer PewDiePie, der Schwede. Aber sehr, sehr, sehr wenige englischsprachig durch die Decke gehende Kanäle haben einen Nicht-Native-Speaker als Repräsentationsfigur. Das ist also wirklich schwierig. Grundsätzlich gilt also fürs Influencer-Business, wenn du in einem englischsprachigen Land geboren bist, hast du Vorteile. Tatsache. Aber wir in Deutschland, da geht es auch oder der Schweiz oder Österreich oder anderen Teilen von deutschsprachigen Minderheiten in anderen Ländern, zum Beispiel Südtirol, da kann man dann nochmal durchaus auch auf eine große Zahl von Leuten zurückgreifen. Und das ist auch nicht ganz, ganz schlecht. Ja, ich war mit Deutsch sehr gut. Ich kann auch gar nicht genug Englisch, beziehungsweise gut genug. Oder zumindest wäre es mit enormem Lernaufwand verbunden, dann das doch noch so weit zu beherrschen, dass es sich lohnen würde für mich, das Ganze in Zukunft in Englisch zu machen. Es gibt dann übrigens noch die seltene Möglichkeit, vielleicht ist das auch eine Idee, worüber man nachdenken kann, Videos ohne Sprache zu machen. Man kennt ja zum Beispiel aus gefühlt Indien, vielleicht ist es auch irgendwo anders her, das weiß man gar nicht so genau, also zumindest ich nicht, so ein Kerl mit einem Stock, der in so einem bestimmten Boden irgendwelche prunkvollen Badeanlagen mit einem Stock aus dem Boden meißelt. Inwiefern das jetzt fake oder nicht fake ist, kann ich nicht sagen, aber es sieht jedenfalls sehr beeindruckend aus und das funktioniert ohne Worte. Oder Primitive Technologies, der auch grundsätzlich ohne jemals irgendwas gesagt zu haben, einfach nur durch Zeigen und Bildsprache für jeden verständlich, völlig Wurst, aus welchem Land du kommst, sich Sandalen ohne nix baut, eine Lehmhütte in den Urwald klatscht, einen Bogen baut oder sonstige Sachen auf Steinzeitniveau quasi, Steinmesser herstellt und einfach nichts erklärt, sondern immer nur zeigt und macht. 100% Praxis, das Gegenteil von mir. Ich bin 100% theoretisch. Ja, 95% theoretisch. Also, darüber sollte man noch drüber nachdenken. So, und jetzt kommt noch der ganz wichtige Punkt. Was sagt die Uhr? Habe ich da noch Zeit? Ja, habe ich noch. Charakter. Ja? Nicht jeder, der das gerne möchte oder gerne von träumt, ist wirklich persönlich durch den Charakter, durch die Eigenschaften, die uns gegeben sind, die zum Großteil unveränderlich sind, geeignet, eine höhere Chance auf eine Karriere als Influencer zu haben. Und es ist da ganz, ganz wichtig, dass ein erfolgreicher YouTube-Kanal fast immer, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, irgendeine Identifikationsperson hat. Das heißt, da sitzt ein Mensch, oder man hört immer den gleichen Menschen, der teilweise noch nicht mal zu sehen sein muss, aber man hat doch nach und nach eine persönliche Identifikation zu der Person, die einem da was erzählt und dazu entweder Bildchen präsentiert, einen Comic macht, Spiele spielt oder im Wald hockt. Ja? Es ist fast immer eine persönliche Identifikationsperson.
Person da. Und dabei gilt, das habt ihr wahrscheinlich, wenn es nicht euer erstes Tipps für ein YouTube-Karriere-Video ist, schon 7000 Millionen Mal gehört, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist. Authentizität, ein entscheidender Bestandteil der YouTube-Identität sozusagen. Das kann durchaus eine Kunstfigur sein, die man da darstellt. Die muss aber in ihrer Künstlichkeit, in ihrer geschauspielerten, in ihren geschauspielerten Eigenschaften zumindest nah genug an eurem tatsächlichen Ich dran sein. Das ist für den Zuschauer authentisch wirkt. Ja, ich persönlich habe mir jetzt nie irgendeine große Kunstfigur überlegt, aber ich habe ja auch schon erwähnt, ich bin nur zu 95% immer ehrlich. Ja? Also man sollte nicht, das ist auch wichtig, einfach auch fürs persönliche Wohl, nicht jedes noch so kleine schmutzige Geheimnis oder auch nicht schmutzige Geheimnis oder einfach Dinge, die man für sich behalten möchte, die privat bleiben sollen, sollte man nicht alles unbedingt im Internet ausposaunen. Das ist auch gar nicht erforderlich, um eben einen ausreichenden Level Authentizität, sagt das mal ganz schnell hintereinander, wenn ihr nachts um eins geweckt werdet, aufrecht zu erhalten. Aber eine Identifikationsperson ist Pflicht. Das ist sehr, sehr schwierig ohne. Ja, außer, wie gesagt, eine noch nie dagewesene Idee, die ohne auskommt. Das könnte funktionieren. Aber ansonsten ist das schon eine gute Idee. Dafür, und das ist jetzt böse, sollte man zumindest ein halbwegs interessanter Charakter sein. Und ja, natürlich, jeder Mensch ist irgendwo interessant, jeder Mensch ist irgendwie richtig und bestimmt irgendwo eine super, super, super tolle Person. Nur ist halt eben die Frage, wie einfach lässt sich das vor einer runden Öffnung, die einen die ganze Zeit anklotzt und mit der man quatscht, auch darstellen. Ja, und wenn ihr jetzt einfach eben der Briefmarkensammler seid, der Experte für DDR-Briefmarken, dann könnte es sein, dass ihr ansonsten vielleicht ein eher sehr ruhiger Charakter seid, was vielleicht absolut zuverlässig und ein toller Mensch, wenn es um solche Dinge wie eben Zuverlässigkeit, Ruhe und eine beruhigende Ausstrahlung geht, nur überträgt sich das vielleicht ja doch, ja, wäre eine Idee, aber im Regelfall vielleicht eher nicht so über die Kamera. Also das meine ich mit ein interessanter Charakter. Man muss ein bisschen was zu sagen haben, man sollte vielleicht ein bisschen was erlebt haben. Im Regelfall gibt es auch nur sehr wenige, es gibt sie, aber es sind wirklich wenige und die haben dann sehr junge Zuschauerschaften, noch jüngere meistens. Influencer unter einem bestimmten Alter. Und häufig ist das so Mitte 20, so mehr oder weniger, wo die meisten wirklich erfolgreichen wahlweise angefangen haben oder mit Mitte 20 dann richtig erfolgreich wurden. Es ist auch eher unüblich, dass jemand im sehr fortgeschrittenen Alter dann erfolgreicher Influencer wird, aber vielleicht kommt das mal irgendwann, wenn die Zuschauerschaft noch älter wird. Das breitet sich ja immer mehr ins, ich sag mal, fortgeschrittene Altersspektrum aus, die Social Media Aspekte. Und wenn dann da eben dadurch logischerweise auch die Zuschauerschaft netto immer älter wird und Leute, die jetzt gucken, auch irgendwann älter werden und demografischer Wandel und so weiter gar nicht so viel junge nachkommen und wir logischerweise alle immer, immer älter werden, der dann irgendwann ein Rentner-Influencer auch vorstellbar. Die gibt es, die sind aber bisher noch sehr, 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 sehr selten. Also eine gewisse Lebenserfahrung ist hilfreich, darauf möchte ich hinaus. Ja, also wenn ihr 16 seid, habt ihr wahrscheinlich einfach aufgrund von fehlender Lebenserfahrung nichts zu sagen, was allzu viele andere Leute interessieren dürfte. Außer eure Freunde natürlich und so weiter. Und das ist auch in Ordnung, dann einen Hobbykanal zu machen, selbstverständlich. Also das meine ich mit einem interessanten Charakter. Eine etwas extrovertiertere Person zu sein, kann da auch hilfreich sein oder zumindest ein gerne labernder, nicht allzu schüchterner Introvertierter. Hauptsache, es kommt was bei rum. Ihr produziert Material. Da hocken und nichts sagen funktioniert halt nicht. Da hocken und nicht wissen, was man sagen soll, funktioniert auch nicht. Und man muss auch, ja, vorsichtig formuliert, einfach was zu sagen haben, wenn das gesprochene Wort dann überhaupt beim Konzept des Kanals eine Rolle spielen soll. Bei mir ist es ja
zu 99% der Hauptinhalt. Eine gewisse Freude an der Selbstdarstellung. Wenn man das überhaupt nicht leiden kann, sich selbst in Szene zu setzen, wird man auf Dauer keinen Spaß haben mit der solchen Videoproduktion, bei der es darum geht, sich selbst in Szene zu setzen. Das ist Bestandteil einer jeden größeren YouTube-Karriere. Selbstdarstellung ist essentiell. Und das ist schade ein Stück weit und das ist häufig sehr, sehr oberflächlich und mit viel Beeinflussung und Manipulation verbunden, aber ohne geht nicht. Also so ein gewisses Maß, man kann das ja so ehrlich wie irgend möglich halten, aber man muss es mitmachen. Das ist wichtig. Und da hilft ein gewisser Hang zum Narzissmus, dass man mit sich selbst recht zufrieden ist und zumindest in seinen dunklen Momenten das Gefühl hat, dass die Welt gefälligst mehr auf einen hören muss und man auch das Selbstbewusstsein hat, um das ein Stück weit auszustrahlen. Ja, wenn du vor der Kamera hockst und der Meinung bist, ach, warum sollte mir denn jemals irgendwer zuhören, dann ist das zwar eigentlich eine gesunde Einstellung, und das kann man auch gerne mal sagen und man kann auch versuchen dran zu glauben, man sollte aber zumindest mit einem kleinen Teil seines Seins auch davon überzeugt sein, dass das, was man erzählt, Hand und Fuß hat und man quasi sich selbst gerne reden hört. Also zumindest wenn Reden ein essentieller Bestandteil des zu gründenden Kanals werden soll. In meinem Fall ist das schon wichtig. Also die in Anführungszeichen Beleidigung, boah, du hörst dich aber auch gerne reden, trifft absolut zu. Das ist 100% der Fall. Ja, mache ich. Das ist auch deswegen gut, weil man muss die ganzen Videos ja auch schneiden und da sollte man sich dann auch selber zuhören können. Es ist übrigens am Anfang ziemlich mühsam, sich selbst auf der Kamera anzugucken und sich selbst zu korrigieren und sich ständig selbst zuzuhören. Das klingt auch komisch, weil man hört sich normalerweise mit den eigenen Ohren ja anders. Man hört sich ja über den Schall im Kopf nicht hier raus und da wieder rein, sondern von innen direkt auf das Gehörknöchel, auf die Gehörorgane. Ohranatomie ist nicht mein Fachgebiet. Dann ist freies Sprechen extrem hilfreich. YouTuber, die für jedes ihrer Werke ein Skript schreiben, gibt's. Die werden damit aber massiven Arbeitsaufwand auf die Dauer haben. Es gibt einige, die damit trotzdem erfolgreich sind. Aber allein die ganze Reaction-Szene, wo man eben spontan irgendwelchen Schwachsinn zu manchmal irgendwelchen Schwachsinn von sich gibt oder manchmal auch Qualifiziertes zu Schwachsinn oder zu schönen Dingen. Ich bin kein großer Fan der Reaction-Szene, vielleicht wird das deutlich, aber nichtsdestotrotz, das erfordert ein gewisses freies Sprechen. Freies Sprechen ist sehr, sehr hilfreich, wenn man das auch kann. Das heißt ja nicht, dass man sich deswegen nicht auch mal ein Skript schreiben kann, aber man sollte zumindest eine gewisse Ausdrucksfähigkeit haben und je nachdem, was die Zielgruppe sein soll, auf Begriffe wie boah, alter, krass, bro, digger, hyper, hyper, Dinge, kommt drauf an. Also für mich wäre das jetzt, glaube ich, ein Seriositätskiller, wenn ich das regelmäßig sagen würde. In anderen Bereichen ist es sicherlich in Ordnung, gerade wenn die Zielgruppe eben eine relativ junge ist. Was ich immer überraschend finde, wenn eben im Grunde Leute, die teilweise sogar älter sind als ich, auch solche Begriffe verwenden, weil ihre Community ständig so redet und sie sich dem dann anpassen. Wobei man natürlich durch viel Influencer konsumieren, die dann so reden, auch als gestandener Mann anfängt, Anglizismen in den Sprachgebrauch zu übernehmen, die da eigentlich nicht reingehören. Es gibt so bestimmte Dinge, gegen die ich mich immer noch weigere, zum Beispiel das blöde Mindset. Ich hasse dieses Wort. Das ist eine verdammte Einstellung, von mir aus eine innere Einstellung, aber wozu brauchen wir ein Mindset? Aber ja, Anglizismen, Sprache ist dynamisch, Sprache verändert sich immer, die Gesellschaft zur Reinerhaltung der deutschen Sprache, da will ich jetzt auch nicht Mitglied werden, das ist mir dann doch ein wenig zu verstaubt. Aber manche Worte, da gibt es doch ein schönes, gutes deutsches Wort für. Für manche Dinge gibt es auch kein schönes, gutes deutsches Wort, weil es halt Internetphänomene sind und Internetsprache dann wiederum Englisch ist. Und da mag ein Anglizismus von mir aus sogar Sinn ergeben. Also ich stehe da irgendwo zwischen den Stühlen. Gut, Bildung hilft, ist aber nicht zwingend erforderlich. Für mich ist sie essentiell, klar. Für
andere Projekte nicht zwingend. Ich würde aber schon raten, den Schulabschluss fertig zu machen, bevor man über eine Influencer-Karriere nachdenkt. Das könnte nicht schaden. Nicht, dass die Schule unbedingt viel Bildung vermittelt. Manchmal ja, für den einen ist sie gratis, für den anderen umsonst, kennt man ja. Ne? Aber das wollte ich an dieser Stelle einfach nur noch mal schnell angemerkt haben. Es sei denn, man möchte Assi-YouTuber werden, dann je dümmer, desto besser. Mit einem sehr guten Marketing-Team im Hintergrund, die einem dann trotzdem noch sagen, was man tun soll, weil wirklich dumm dürfen die auch nicht sein, sonst funktioniert es nicht. Beziehungsweise man verrät, dass man den INSEE-Modus aktiviert hat und damit Steuerhinterziehung begeht, weil man gerade nicht dran gedacht hat, dass man das vielleicht nicht öffentlich zugeben sollte. Soll schon vorgekommen sein. Gut, das war das mit der Bildung. Dann braucht man als charakterliche Eignung, sofern man nicht schon sowieso so schnell durch Zufall so riesig geworden ist, dass es keine Rolle mehr spielt. Aber für die geplante YouTube-Karriere kann es auf keinen Fall schaden, Kritikfähigkeit zu besitzen. Hört auf eure Kommentare. Macht das, was da reingeschrieben wird. Sofern das nicht 100% gegen euch selbst und eure Strich und eure Vorgehensweise geht, macht das, was da reingeschrieben wird. Ich habe meinen Kanal auf jeden Fall über die Jahre immer mehr dem angepasst, was mir in die Kommentare geschrieben wurde. Mit einer Ausnahme, mach mal kürzere Videos. Das habe ich immer ignoriert. Alles andere, beziehungsweise auch nicht immer, es gibt vereinzelte Kurzvideos. Einfach nur so, weil das kann ich auch mal machen, das tut mir nicht weh. Aber nur vereinzelt. Im Regelfall werden schon solche langen Monologe. Und ja, wenn es für euch möglich ist, das zu tun, was euch in die Kommentare geschrieben wird, insbesondere am Anfang, so ein, oh, mach mal das und das Video, und dann macht ihr das, dann sieht der, der das haben wollte, dass ihr das gemacht habt, schreibt ein Dankeschön in die Kommentare und andere sehen, oh, der reagiert ja richtig auf die Community. Mit dem kann man ja richtig kommunizieren. Verteilt Ja-Herzchen für jeden Kommentar. Vielleicht nicht für jeden Kommentar. Also ich gebe Herzchen für alles, was mir aus irgendwelchen Gründen gefällt. Habe ich mich mal da irgendwie mit mir selbst drauf geeinigt. Es ist sehr schwierig. Wann gebe ich ein Herzchen, wann gebe ich nicht ein Herzchen? Ne? Also sehr, sehr schwierig. Ich bin da recht freigebig. Andere sind da sparsamer. Muss jeder selber wissen, wie er das regelt. Es ist aber auch Quatsch, jedem Kommentar, auch am Anfang, wirklich jedem noch so rotzigen Kommentar wie Hübbedü oder Hallo oder Erster ein Herzchen zu verpassen. Das halte ich dann für auch nicht, kann man natürlich trotzdem machen, aber halte ich dann auch nicht für sinnvoll. Aber sobald irgendwo eine Frage steht, Frage beantworten, sobald irgendwo was Längeres steht, was mindestens 2 Zeilen umfasst, unbedingt ein herzliches Dankeschön für diese Meinung, diesen Input, diesen Gedanken oder was auch immer drunter schreiben, ja, sämtliche Kommentare kommentieren, und da ist eben Kritikfähigkeit wichtig, weil viele Leute, auch wenn sie selber gar keinen YouTube-Kanal haben und keine Ahnung von Tuten und Blasen, auch das gibt's, ja, manchmal haben sie die auch, aber das kann man ja im ersten Moment nicht unterscheiden, das ist im ersten Moment erstmal nur irgendein Internetkommentar, und da kann auch schon mal was dabei sein, was einen erstmal aufregt und nervt, und das wird sich nie ändern, aber man muss Kritik ernst nehmen. Ja? Drüber nachdenken, hat der einen Punkt oder die? Und wenn ja, Dankeschön und gegebenenfalls berücksichtigen und versuchen, das Ganze nächstes Mal dann besser zu machen. Wichtig, Kritikfähigkeit bedeutet die Fähigkeit zur Annahme von Kritik, auch zur Fähigkeit, sinnvolle und nicht sinnvolle Kritik zu unterscheiden. Und wenn man das kann, das hilft einem außerordentlich weiter. Eine Fähigkeit, die sehr schwer zu erlernen ist, die noch schwerer zu meistern ist, das kann ich auch nicht, an der man aber dringend arbeiten sollte, und zumindest Grundlagen des Ganzen sind sehr nützlich. So, dann braucht man eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Leistungsdruck. Du musst nämlich regelmäßig Videos bringen, und zwar 2-mal die Woche Minimum. Für den Anfang 2-mal die Woche. Bam, 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 raushauen. Später vielleicht 1-mal die Woche. Noch besser als 3-mal die Woche für den Anfang. Habe ich auch gemacht. Teilweise sogar noch mehr. Aber da muss wirklich Material zusammenkommen, da muss was raus, gerade am Anfang. Ja, wer dich am Anfang unterstützt, ist einer der wichtigsten Zuschauer, die du nur haben kannst. Die du jetzt hast, sind immer die wichtigsten. Nicht die, die irgendwann mal kommen in später Zukunft, sondern denen musst du Futter liefern. Die musst du bei Stange halten, die musst du unterhalten. Darum geht es letzten Endes, ja. Beziehungsweise bilden in meinem Fall. Klingt blöd, aber ist so.
beides. Na, hoffentlich, hoffentlich. Wenn es gut läuft, dann beides. Aber wichtig, bei der Stange halten. Und das führt zu einem Leistungsdruck. Ja? Machst du mal aus irgendwelchen Gründen keine Videos oder hast es vor dem Urlaub nicht geschafft, was vorzuproduzieren und gehst dann in den Urlaub und dann kommt lange Zeit nichts oder du hast mal eine schlechte Phase, wo die Kreativität mal fehlt. Es kann dir gut gehen, du kannst aber trotzdem möglicherweise gerade einfach kein Video, weil dir nichts einfällt, weil du gerade keine Idee hast und wenn du vor der Kamera hockst, fällt dir auch nichts ein und du stotterst nur vor dich rum und es kommt nicht die gewünschte Qualität bei raus. Videoproduktion ist ein kreativer Prozess, selbst wenn man nur vor der Kamera hockt und quatscht. Das kann man nicht immer. Ja? Das wird jeder Künstler bestätigen können, der nicht 3 Michelangelos pro Woche aus dem Fels klöppeln kann, weil Michelangelo, der nicht 3 Davids, so rum, aus dem Fels klöppeln kann, das braucht manchmal Durchhaltevermögen und man muss sich manchmal auch zwingen, was aufzunehmen und dann muss man es manchmal 3-mal oder 4-mal aufnehmen, bis es dann doch, obwohl man einen scheiß Tag hat, die gewünschte Qualität hat und es kommt auch mal vor, dass man nach 5 Stunden Drehzeit oder sowas nach Hause geht und am Ende das ganze Zeug wieder löscht, weil es eben nicht die gewünschte Qualität hat. Das ist dankenswerterweise bei mir nicht allzu oft der Fall, aber 20, 30, 40 Mal hat es das inzwischen auch gegeben. Und das ist dann schade, wenn da so 5 Stündchen in den Sand gesetzt sind. Oder mal auch nur 3, aber mal auch noch länger. Ich bin mal in irgendeinem Video, bin ich fast einen halben Tag, also 12 Stunden oder sowas gesessen, bin halber verdurstet dann irgendwann, aber ich wollte es fertig kriegen, ist mir dann auch gelungen. Aber wenn ich jedes Mal so arbeiten würde, ja, und ich weiß noch, was das war, aber nein, ich verrate es euch nicht. Also, das ist diese Sache mit dem Leistungsdruck standhalten können. Man muss fleißig sein. Das ist zwar jetzt nicht eine Arbeit wie, keine Ahnung, vermutlich ziemlich anstrengende Jobs wie Kanalreiniger oder ein sehr, 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 sehr anstrengender Job, bei dem ich das auch beurteilen kann, nämlich Forstwirt, der Mann mit der Säge, ja, und der Mann mit der Hacke, der die jungen Bäumchen pflanzt. Unglaublich anstrengende Schwerstarbeit, immer noch. Auch mit moderner Technik ist das immer noch so. Das sind natürlich hoch ehrenwerte Berufe oder Altenpflege, Krankenpflege, sowas in die Richtung natürlich selbstverständlich. Auch das extrem anstrengend, extrem ehrenwerte Berufe. Im Vergleich zu sowas ist man dann vielleicht doch eher gemütlich beschäftigt, wenn man tatsächlich hauptberuflich Videos produzieren kann. Aber es ist Arbeit. Ein gewisser Fleiß ist erforderlich und das kann also auch mal wirklich zu langen, langen Drehtagen führen. Und die allermeisten erfolgreichen Influencer, die dann mal einen Einblick in ihr tatsächliches Leben geben, denen man das auch glaubt, die dann nicht nur hier Glamour, Glamour und dann schmier ich mir das ins Gesicht und dann das da auf den Po, sondern wirklich, was sie sonst so den ganzen Tag so treiben, mal zeigen, die sind gar nicht so sehr üppig mit Freizeit ausgestattet. Ja, also ein gewisser Fleiß und eine Freude an der Arbeit, man hat sie sich selber rausgesucht, sie ist bereichernd, sie bringt andere Leute weiter, sie bringt einen selber weiter. Das ist fast immer so. Aber sie erfordert Zeit und man muss sich reinhängen und man muss, wenn man schlechte Tage hat, das irgendwie versuchen trotzdem hinzukriegen und manchmal ist es mühsam. Sehr mühsam. Ja, und da bin ich bestimmt kein Einzelfall, wenn ich das sage. Das sagen nämlich alle. Deshalb braucht man auch ein gewisses Durchhaltevermögen, bei Problemchen nicht gleich hinzuschmeißen, bei Phasen, wo man gerade ein Kreativitätsloch hat, nicht gleich hinzuschmeißen. Und wenn die insbesondere was sehr böse ist. Ja, YouTube gibt einem ja eine umfangreiche Statistik zu Wachstum und eben Nichtwachstum des Kanals. Und gerade wenn das Wachstum mal ausbleibt, das eben noch da war, und dann geht es wieder runter, dann ist es sehr schwierig, da das Durchhaltevermögen zu entwickeln, bis es wieder aufwärts geht. Und wenn es lange nicht aufwärts geht, sehr schwierig durchzuhalten, trotz sinkender Zahlen weiterzumachen, die Qualität nicht abreißen zu lassen, sich was einfallen zu lassen, notfalls vielleicht aber auch am richtigen Moment aufzugeben, aber nicht zu früh, sondern wirklich am Ball zu bleiben. Und das ist schwierig. Und das muss man können. Und das erfordert Charakterstärke, Durchhaltevermögen. Und ich bin manchmal selber überrascht, dass ich das hinkriege. Ich bin eigentlich weder besonders fleißiger noch besonders durchhaltestarker Mensch. Aber in diesem Bereich klappt es aus irgendwelchen Gründen ganz gut. Ja? Das heißt,
Wenn man weiß, dass man diese Attribute eigentlich nicht hat, muss man sich natürlich noch mehr anstrengen und hoffentlich wirklich große Erfüllung und Selbstverwirklichung in dem, was man da tut, finden. Das hält mich wahrscheinlich bei der Stange. Das tue ich nämlich beides. Sehr groß. Realistische Selbsteinschätzung. Bitte macht euch klar, dass wenn ihr seit Jahren auf kleinstem Niveau rumdümpelt und keiner euer Zeug guckt, die Chance, dass ihr damit mal nochmal durch die Decke geht, eher gering sein wird. Und das gilt insbesondere für meine sehr geschätzten Kollegen, die Hängematte zwischen zwei Bäume hängen. Ich hatte es ja schon erwähnt. Ja? Das wird wahrscheinlich ein Hobbykanal bleiben, wenn nicht eine grundlegende Änderung stattfindet und ihr einen Unique Selling Point findet, den die anderen so nicht bieten. Durch Schweden wandern ist in dem Moment, wo man es tut, großartig. Man möchte das mit der Welt teilen. Oder durch Norwegen oder irgendwo lang. Völlig egal. Ja? Westweg, Schwarzwald, sowas. Und das ist auch schön und das ist eine gute Gelegenheit. Und das werden auch immer ein paar Leute gucken, die das auch vorhaben und dann eben nach Informationen suchen, wie man denn am besten da durch Schweden oder sonst wo lang wandert. Aber letzten Endes kann wirklich fast jeder da lang wandern und wenn er es selber mal getan hat, muss er sich dazu nicht mehr Videos von irgendwem anders angucken oder zumindest nicht oft. Ja, und das ist ganz schwierig. Das ist ganz, ganz schwierig, eben da zu realisieren, dass man, weil einem das Fachwissen fehlt, weil einem die Lustigkeit fehlt, weil einem die langjährige Erfahrung, die spannenden Anekdoten oder einfach die Kamerapräsenz, also das Auftreten vor der Kamera, fehlen, dass man damit nicht mehr erfolgreich sein wird. Und dann ist die realistische Selbsteinschätzung eben ganz, 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 ganz wichtig, dass man auch beschließt, sich nicht die Mühe zu machen, mehr als einen Hobbykanal hier zu betreiben oder gar ganz damit wieder aufhört. Weil es ergibt keinen Sinn, jedenfalls nicht als berufliche Zukunft. Ja? Hobby immer, klar. Realistische Selbsteinschätzung, wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und wenn nicht, sucht euch einen guten Freund, der euch da mal ein bisschen auf die Füße tritt. Meine guten Freunde und Freundinnen vor allen Dingen haben mir da durchaus die erste Zeit ein bisschen Kontra gegeben. Sie haben gesagt, ja, probier mal aus. Sie haben also dann Erfolge gesehen, haben aber auch gesagt, und da bin ich sehr, sehr dankbar für, ja, dann bleib mal an der Stange, scheint ja zu klappen. Und hat es ja dann auch. Ja. Also das war großartig, dass sie mich auch nicht zu sehr bestärkt haben. Dann hätte ich mich vielleicht weniger angestrengt. Für mich war es auch ganz, ganz wichtig, ihren Ansprüchen ein Stück weit gerecht zu werden. Niemand von meinem näheren Freundeskreis guckt mich regelmäßig. Das ist auch gar nicht notwendig. Aber uns verbinden andere Sachen als Liebe zum Wald tatsächlich. Bis auf meine Frau. Da ist es auch das. Neben allem, absolut, selbstverständlich, alles. Ne? realistische Selbsteinschätzung. Ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ihr tut euch keinen Gefallen, wirklich nicht. Ja, ich habe schon so viele Leute erlebt, auch gerade im Studium. Ich war häufig für die Erstsemester zuständig, so ein bisschen beratend, mentorenmäßig, so ein kleines bisschen zur Verfügung zu stehen. Das heißt häufig, sehr viel. Und da gab es ganz viele Fälle, die sich einfach mit dem Studium auch keinen Gefallen getan haben, weil die in der Ausbildung wirklich besser aufgehoben worden gewesen wären. Manche haben es dann auch begriffen und sind schnell wieder gegangen. Andere wurden dann deutlich später von selber gegangen, also wurden gegangen. Ne? Und das ist dann bitter und da hätte man viel, viel, viel Lebenszeit und Jahre, die man dann in einem hoffentlich erfüllenden handwerklichen zum Beispiel Beruf hätte sein können, sparen können. Ne? Also auch das gilt auch sehr, 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 sehr für den Versuch, Influencer oder sowas in die Richtung zu werden. Jo, und jetzt? Sonstiges. Sonstiges. Technisches Anpassen ans Thema, das wäre mir einfach nochmal kurz wichtig. Wenn ihr vorhabt,
Tipps zu, keine Ahnung, Briefmarken zu geben, braucht ihr keine High-End-Ultra-Mega-Kamera, es sei denn, sie kann keine Briefmarken aufnehmen, dann bräuchtet ihr eine, die zumindest Briefmarken aufnehmen kann. Aber ihr braucht keine ultra-tolle Technik, wenn es bei euch nicht um optische Werte im größeren Stil geht. Zum Beispiel bei mir, ich hatte noch nie eine wirklich tolle, teure Kamera. Für Touren ist natürlich schon schön, wenn das Bildmaterial einigermaßen dem Stand der Zeit entspricht. Ja, so halbwegs klappt es manchmal. Aber bei mir vor allen Dingen wichtig, was ich so erzähle. Es ist also nicht zwingend erforderlich, dass jetzt hier 4K, ob ich jetzt hier in 4K hocke oder in 720p, ist völlig egal. Auch in 128p wäre im Grunde wurscht. Es gibt ja eh nichts zu sehen. Von daher ist es quasi ein mit einem quatschenden Typ begleiteter Podcast, was wir hier gerade angucken. Oder halt eben tatsächlich nur anhören, machen ja auch viele. Manchmal habe ich was zu zeigen, dann zeige ich auch was. Wenn ich nichts zu zeigen habe, dann quassel ich halt nur, je nachdem. Da ist also super teure Technik nicht erforderlich. Und das könnte bei euch auch der Fall sein. Also macht euch gute Gedanken, ob ihr wirklich jetzt gleich was weiß ich was einkaufen müsst. Gerade da ihr noch gar nicht wisst, ob euer Kanal was wird. Sondern nehmt, wenn ihr ein zeitgemäßes Handy habt, nehmt das Handy. Gerade wenn ihr nicht ewig lange quatschen wollt, nehmt das Handy. Die machen so gute Aufnahmen heutzutage. Das reicht für YouTube dreimal. Alles besser als das, was ich hier so mache. Meine Kameras machen alle weniger gute Aufnahmen wie ein zeitgenössisches Handy. Die sind aber auch nicht so teuer wie ein zeitgenössisches Handy und ansonsten brauche ich so ein Ding nicht. Daher, also so ein iPhone 27 oder sowas in die Richtung. Ne? So, das zum Thema Technik. Dann Wiedererkennungswert, Running Gags etc. Ich habe zum Beispiel einen Hut auf. Ja, vielleicht ist es aufgefallen. Den habe ich immer auf. Bis auf zwei kurze Ausnahmen, wo ich ihn mal nicht aufhabe und ein Drittvideo von jemand anders, wo man mich mal gefilmt hat, als ich ihn auch nicht auf hatte. Das war's. Sonst habe ich ihn immer auf. Das liegt daran, dass er festgewachsen ist und nicht mehr abgeht. Und tja, aber er ist ein gewisses Wiedererkennungsgegenständchen und da muss ich jetzt halt mit leben. Es stört manchmal ein bisschen beim Duschen, aber irgendwann wird man dann doch nass. Es sind ja auch Löcher dran, da kommt das Wasser dann durch. Schön sind natürlich so Dinge wie rituelle Begrüßungen, rituelle Verabschiedungen. Gerade Verabschiedungen können den Vorteil haben, dass dann die Zuschauer bis zum Ende dranbleiben, weil sie den Verabschiedungsspruch hören möchten. Ich habe ja auch meine bekloppte Bauchbinde, die am Anfang da immer kommt, wo Ben und irgendein dummer Spruch drunter steht. Das habe ich mir mal irgendwann bei Mr. Wissen to Go geklaut, der sich dafür nie beschwert hat oder nie bedankt, dass ich das auch benutze und ihn da sogar nennenswert erwähne, wenn es darum geht, wo ich das geklaut habe. Aber ja, der ist wahrscheinlich auch zu groß geworden inzwischen, um sich mit mir abzugeben. Aber sein eines Video zum Wald war gar nicht mal so gut, von daher ist das nicht so schlimm. Ja, und hallo und herzlich willkommen im Wald, sage ich auch immer. Das habe ich mir damals bei Kai Sackmann bei Sacki geklaut, der Hi, ich bin Sacki oder so ähnlich gesagt hat in jedem einzelnen seiner Videos, weil ihm nichts Besseres eingefallen ist und einfach dann dabei geblieben ist. Hat er das mal erklärt. Die Idee fand ich toll und habe dann dementsprechend auch, bin ich auch bei dem geblieben, was ich mir da tatsächlich überlegt hatte. Das war nämlich im Vorfeld ein Teil meiner Recherche, dass ich mir überlegt habe, du brauchst eine rituelle Begrüßung, die du jedes Mal die gleiche nimmst und das ist seitdem auch der Fall. Mit Ausnahme, ich sitze gar nicht im Wald, dann sage ich manchmal Hallo und herzlich willkommen im, wo ich dann halt gerade sitze. Ja, das kommt auch mal vor, aber ansonsten ist es immer dieselbe. Paar Running Gags ziehen sich durch, dass ich Flugzeuge mit der Flak abschießen möchte, dass ich gewisse Feindbilder habe, sehr, sehr regelmäßige Zuschauer kennen sie und Feindbilder verbinden. Otto von Bismarck war auch dem seine Idee, hat gut funktioniert, erstmal. Jetzt rückwirkend historisch vielleicht ein bisschen böse gewesen, aber kann man sich kloppen. Nein, sollte man sich nicht kloppen, war wirklich ein bisschen böse. Mindestens ein bisschen, bis hin zu verheerend, weil es Kriege ausgelöst hat und die sind scheiße. Aber das mal am Rande. Ja, wenn es nur lang genug her ist, kann man auch Kriege irgendwie lustig finden, da interessiert es niemanden mehr, muss nur lang genug her sein, Paradox der Geschichte. Sowas wie die Schlacht um Troja, heute sogar richtig fancy, wird damals wahrscheinlich gar nicht so fancy gewesen sein, falls es die hier gegeben hat. Weiß nicht, wie viel im Homer der Realität entspricht. Ja, das ist alles ein bisschen politisch jetzt schwierig, ohne da jemandem auf die Füße treten zu wollen, müssen wir im Outdoor-Bereich tatsächlich feststellen, dass Frau sein automatisch, ja nicht automatisch, es muss schon auch noch was Gutes kommen, aber die haben es leichter. Das ist einfach so. Ja.
Das gibt die Statistik eindeutig her. Es gibt nicht so viele weibliche Kanäle. Das meiste machen schon irgendwelche Kerle. Und einfach die Tatsache, jetzt gar nicht mit optischen und sexistischen Gründen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich ist es, das möchte ich zumindest glauben, einfach nur die Abwechslung, dass es halt auch mal eine Frau gibt, die sowas macht, was halt eher die Ausnahme und eher selten ist. Und daher ist es ganz nett, auch das mal zu sehen, wie denn Frauen das so machen und so weiter und so fort. Und dadurch ergibt sich jetzt hier im Outdoor-Sektor automatisch eben gut gehende Kanäle, einfach nicht nur, aber auffallend häufig, rein statistisch, ja, durch das Geschlecht, das nicht männlich ist, wenn es das mal nicht ist. Das wollte ich zumindest einfach nur mal angesprochen haben und kriege dafür garantiert auf den Deckel, aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Den Arbeitsaufwand nicht unterschätzen. Schätzungsweise braucht ihr, wenn ihr nebenbei ein bisschen YouTube machen wollt für den Anfang, ne, werdet ihr nicht euren regulären Job kündigen wollen. Und dann braucht ihr aber tatsächlich so mindestens 10 Stunden Zeit pro Woche, dass das was werden kann, die ihr da reinstecken müsst. Das könnt ihr auf jeden Fall rechnen. Wenn ihr hochwertige, anspruchsvolle technische Videos mit Animationen, gezeichneten Sachen und Dingen, die durchs Bild fliegen, die ansonsten in der Realität gar nicht da gewesen sind, oder geschriebenen Skripten oder umfassenden Recherchen zu tiefgreifenden Themen, das mache ich auch manchmal, machen wollt, dann braucht ihr da einen ganzen Berg voll Zeit. Das ist bei mir nicht völlig ausartet, liegt einfach daran, dass ich schon vorher ein paar Jahre in meine Ausbildung investiert habe und mir vieles davon gemerkt habe. Warum auch immer mir das gelungen ist, wundert mich heute auch. Aber erspart mir eine Woche Arbeit, bevor ich irgendwie einen langen Monolog zur Waldsituation im Harz halten kann. Ja, das, dadurch, dass ich das eben sehr, sehr viel Hintergrundwissen mir gemerkt habe, ist es dann nur noch ein Tag Recherchearbeit zum Beispiel. Und wenn ich jetzt einen Tag sage, dann meine ich einen Arbeitstag. Und wenn ich einen richtigen Recherchearbeitstag mache, dann meine ich so 10 Stunden. Sowas um den Dreh. Ja, also das ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber je nachdem, was man macht, unterschiedlich. Aber 10 Stunden pro Woche, drunter kommt ihr garantiert nicht weg. Akku! Ja, das war's. Na toll. Um festzustellen, dass es das war, habe ich jetzt den Akku wechseln müssen. Aber der hat geblinkt. Wenn er blinkt, muss man ihn wechseln. Aber ich glaube, es reicht auch. Alles andere ist meiner Meinung nach dann eine ganz individuelle Angelegenheit und da kann ich auch nichts weiter zu sagen. Vielleicht noch, wenn es Schwierigkeiten gibt mit dem Finden des Unique Selling Points und der Nische, in die man rein möchte mit seinem Thema, mit seinem Zeug, dann Marktanalyse machen als Letztes. Ja? Guckt euch in dem Sektor, in dem ihr aktiv sein wollt, das war bei mir Outdoor, Wandern, sowas, weil Waldwissen gab es noch nicht, beziehungsweise gab es nur und einzig und allein von zwei Leuten, einmal Kai Sackmann, der jetzt kürzlich erst mit YouTube aufgehört hat, große Inspirationsquelle, hat mich auch ein Stück weit getroffen, dass er aufgehört hat, auch wenn ich Gefühl habe, es nachvollziehen zu können, das Gefühl, ja. Ich kenne seine genauen Beweggründe selbstverständlich nicht. Ich wünsche ihm aber alles erdenklich Gute. Auf jeden Fall. Und zweitens war das dann noch Benjamin Klausner, der auch das eine oder andere an Wissen meiner Meinung nach weitergegeben hat. Soweit ich weiß, hockt der inzwischen auf nicht Teneriffa, eine Insel weiter, die mit dem Vulkan, was war es denn? Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Naja, aber hat halt auch weitgehend aufgehört, im größeren Stil YouTube-Videos zu machen. Es sei denn, es ist gerade was ganz Besonderes, wie zum Beispiel dieser Vulkanausbruch. Fällt mir ums Verrecken gerade nicht ein. Ja, und eben, weil es nur die beiden gab damals, die im größeren Stile Waldwissen vermittelt haben, ein Stück weit noch die Vanessa, die sich damals noch Auto Bavaria und mit ihrem, glaube ich, Ex-Mann das zusammen gemacht hat. Die hat auch so ein bisschen was in die Richtung gemacht. Survival Lily gab es da auch schon. Die hatte gerade da auch erst bisschen vor mir angefangen und da gab es dann schon Survival-Inhalte, das habe ich ja auch zum Teil abgefrühstückt und ist auch Teil meines Portfolios, soweit ich da was zu sagen kann. Survival ist natürlich viel krasser als ich, ja, bei Weitem. Aber ja,
Das war's. Also Waldwissen gab es so in diesem Bereich nicht. Und das hat halt eben meine Marktanalyse damals ergeben. Wobei man auch sagen muss, eine Marktanalyse damals war natürlich erheblich einfacher, weil der noch kleiner gewesen ist. Heute ist das alles schon da, was es damals noch nicht gab. Also jedenfalls sehr, sehr, sehr vieles davon. Weshalb es eben schwieriger sein dürfte, da noch eine Ecke für einen Unique Selling Point zu finden. Was mich dann auch zum Schlusswort bringt, heute noch erfolgreich mit YouTube anzufangen, ist definitiv schwieriger als früher und erfordert auf jeden Fall einen guten Plan, ein Quäntchen Glück und sehr, sehr, sehr viel Fleiß, sehr viel Überlegung, sehr viel Anpassung und eine gute Strategie und dann auch eben, wie schon erwähnt, Durchhaltevermögen und vielleicht ein gewisses Maß an Leidensfähigkeit. Ich wünsche auf jeden Fall alles, alles, alles Gute, es sei denn, ihr seid auch Forstwissenschaftler und wollt jetzt mir Konkurrenz machen. in dem Fall 50% Erfolg. So, immer so halb hinter mir bleiben, bitte. Nee, Spaß. Aber ja, alles Gute, macht's gut und nächstes Mal wieder gewohnte Themen, die mit dem Wald irgendwas zu tun haben. Tschüss.